Das größte Möbelhaus Europas. Immer wieder geben wir dort mehr Geld aus als geplant. Angestellte, Führungskräfte und Aktivisten. Sie verraten, wie IKEA arbeitet. Vier Insider packen aus. Aus Sorge vor drohenden Konsequenzen werden sie in dieser Dokumentation geschützt. Ihr Aussehen ist durch lebensechte Masken verfremdet. Ihre Stimmen nachgesprochen, ihre Namen verändert. Sie erzählen, was der Konzern bisher verschwiegen hat. Sie verraten exklusiv die geheimen Verkaufstricks des Möbelgiganten. Und das finde ich schon so ein bisschen cringe hier. Und Guest, vielen Dank fürs Angebot, aber mit Nunchakus kann ich nichts anfangen, weil ich Nunchakus sind für mich eine der dümmsten Waffenerfindungen, die jemals gemacht wurde. Also würde ich mir nie an die Wand hängen. Und Airsofts habe ich selber. Darf man aber so nicht einfach zur Schau stellen oder ist falsch verstanden werden. Da habe ich lieber die anderen Sachen hängen, aber vielen, vielen Dank fürs Angebot. Also weiß ich sehr zu schätzen, ist sehr lieb von dir. Ich würde es aber wahrscheinlich eh nicht aufhängen. Vielen, vielen, vielen Dank, Mann. Ich war jahrelang bei IKEA beschäftigt und habe von der Azubi-Position bis zur Leitung einer eigenen Verkaufsabteilung alles gesehen. Ich war mehrere Jahre bei IKEA angestellt. Ich habe als Azubi gestartet und mich bis ins mittlere Management hochgearbeitet. Ich war für die Retouren und Reklamationen zuständig und ich habe gesehen, was hinter den Kulissen passiert. Der vierte Insider beschäftigt sich schon lange in Rumänien mit den Umweltsünden des schwedischen Möbelkonzerns. Sein Aussehen ist digital verändert und seine Stimme nachgesprochen. Ich kenne den Preis, den die Umwelt für IKEA-Holz zahlt. Welche Einkaufsfallen gibt es bei IKEA? Wer ist so manipuliert? Auf ins Möbelhaus. Tatsächlich seid ihr genau jetzt schon in die erste Falle getappt und ihr habt's gar nicht gemerkt. Also noch einmal zurück. Zur Begrüßung lauert schon die erste Falle auf uns. IKEAs gelbe Einkaufstasche. Im Eingangsbereich und überall im Markt werden uns diese praktischen, kostenfreien Tragehilfen angeboten. Die Insiderin Ella hat bei IKEA in der Verkaufsleitung gearbeitet. Sie weiß, welche Strategie hinter der gelben Tüte steckt. Diese gelbe Tüte ist nicht nur eine nette Geste, sondern das ist tatsächlich eine Gelddruckmaschine, die wird dem Kunden in die Hand gedrückt, wenn die Rolltreppe hochkommt. Im ganzen Laden stehen Aufsteller mit den gelben Tüten. IKEA betreibt viel Aufwand, damit wir zu der Tasche greifen. In einem IKEA-Markt sind mehr als 50 Container gleichmäßig über die Verkaufsfläche verteilt. Hallo Kiki! Was steckt dahinter? Nein, es ist Freitag, Kiki. Ich bin wenn noch ich als da. Wenn Kunde diese gelbe Tüte in der Hand hat, dann wunderschön. Ich habe hoffe, es ganz geht stark gut. Das Bedürfnis, diese Tüte mit Leben zu füllen. IKEA greift hier zu einer bewährten Verkaufspsychologie. Leere Tüten wollen wir Kunden instinktiv befüllen. Und was dann noch dazu kommt, alle Dinge, die in dieser Tüte sind, die ich mir geht's eigentlich auch ganz gut, danke schön. Gehören in meinem Kopf schon mir und ich werde sie an der Kasse auch kaufen. Wir greifen also leichter und auch öfter zu. Ist erst einmal etwas in der Tasche, ist es schon so gut wie gekauft. Die Größe der Tasche spielt dabei eine entscheidende Rolle. Weißt du, Raptor, das Ding ist, darauf Bezug nehmend, ja, mit der Größe des Mediums, das hat man ja in Restaurants auch rausgefunden, dass große Teller bei derselben Portion, dass die Leute dann mehr essen und mehr bestellen, als wenn es kleine Teller sind, also dieselbe Portion auf einem großen oder auf einem kleinen Teller. Die Leute haben dann mehr Hunger bei einem großen Teller, auf dem dieselbe Portion ist, weil das halt fürs Auge, für den Kopf und so weiter. Aber letzten Endes ist es doch dir selber überlassen, wenn du in den IKEA gehst und du nimmst dir so eine Riesentüte. Ich zum Beispiel, ich sehe dann Plüschkatze, 5 Euro. Katsching! Ich gehe zum nächsten Ding. Nochmal 5 Euro. Katsching! Sind 10 Euro. Und ich habe halt ein gewisses Budget, das ich nicht übersteigen möchte oder überschreiten möchte. Und ich mache mir dann halt wirklich die Mühe, dass wenn ich irgendwas habe, was ich nicht möchte, dann nehme ich es doch nochmal in die Hand und gehe zurück und packe es weg. Und ich sag, die Plüschkatze ist geil, aber das Ding hier vorne ist nochmal viel geiler so. Die Tricks funktionieren, aber es ist letzten Endes Marketing. Natürlich wollen die Geld verdienen. Warum ist das so fies oder warum ist das so schlecht oder schlimm? Ja, es befeuert die Konsumgesellschaft, aber letzten Endes
wer trägt denn die Verantwortung? Doch du als Kunde auch irgendwo, wie viel du kaufst und wie viel Geld du ausgibst. Ich meine, oder setzt sich irgendeiner hin, ich habe heute 300 Euro beim IKEA ausgegeben, da ist der IKEA schuld. Wenn du dich so leicht manipulieren lässt in die Richtung, ist das traurig. Sorry. Wer nimmt denn bitte eine Tüte und keinen Einkaufswagen, wenn man durch IKEA läuft? No respect for yellow baggers. No respect for yellow baggers! Und erstmal irgendwen zusammentreten, der so einen ollen gelben Beutel dabei hat. Prodigy, vielen, vielen Dank für deine 5 Euro. Ausrufezeichen Liebe für den guten Prodi. Ach, Leute. Ich würde auch eher einen Einkaufswagen nehmen, ja? Also nicht falsch verstehen, aber die Tüten sind geil. Unter anderem. Wisst ihr, was ein Driftbag ist? Ein Driftsack. Wisst ihr bestimmt nicht, oder? Für die Leute, die vielleicht im Bootssport unterwegs sind oder segeln. Ein Driftsack ist letzten Endes nichts anderes als ein großer Beutel, der wie ein Fallschirm fungiert. Da sind ein paar Strippen dran, den schmeißt man ins Wasser. Weil du hast ja Strömung und du hast Wind, ne? Und der Wind treibt einen meistens etwas schneller als die Strömung. Und wenn man zum Beispiel im Kajak sitzt oder im Boot, dann kann man diesen Driftsack rausschmeißen, wenn der Wind ein bisschen stärker ist. Und dann ist das eine Bremse, weil das Ding ja im Wasser ist und der Wind rüppelt am Boot, ne? Und dann der Sack bremst das Ganze ab. Ist wie ein Fallschirm, wie eine Fallschirmbremse im Wasser. Und das Lustige ist, solche IKEA-Tüten, ohne Witz, sind der perfekte Driftsack für Angler. Habe ich schon so oft gesehen. Gerade für Leute wie mich, die einen Kajak nutzen. Es ist, wenn ich so eine Tüte sehe, sehe ich einen Driftsack und keine Einkaufstüte. Ein Driftsack? Also wenn ein Mann in ein gewisses Alter kommt und dann baden geht, ja. Oder sehr schnell im Motorsport unterwegs ist und die Klöten praktisch hinterher baumeln im Auto. Wie war das damals im Sexshop? Die braune, unauffällige braune Plastiktüte? Ich habe damit kein Problem. Ich gehe aus dem Orion mit einem dicken Orion-Aufdruck. Ob man auch einen Mann damit angeln kann? Piratenbraut, wenn du in den Angelsport gehen solltest, das ist für einige Männer äußerst sexy. So Hobbys teilen ist echt eine schöne Sache. Ich glaube, du bräuchtest nicht mal den Driftsack, du bräuchtest einfach nur das Hobby angeln. Aber das ist halt auch teurer als so eine olle IKEA-Tüte. Die braune gibt's nur bei Anal-Ogen-Bestellungen. Ach, Leute. So, Prodi, vielen, vielen Dank für deine 5 Euro. Du kriegst natürlich deine Beuge. In engen Klamotten angeln gehen. Soll ich dir mal so einen Angelkalender zeigen, Piratenbraut? Da sitzen die Mädels in Bikinis mit dicken Karpfen davor. Dann hast du ihre beiden Euter und direkt darunter den dicken Spiegelkarpfen und sie. Gibt's wirklich. Weil man in einem Wohnblock mit Kindern lebt, ist wohl besser als irgendwelche Erotikmodel-Aufdrucke auf der Tüte. Findest du Nexos? Ihr seht, wie viele Artikel in dieser Tüte drin sind. Und es ist ziemlich schwer, aber die Tüte sieht tatsächlich immer noch leer aus. Da ist immer noch ein bisschen Platz und Luft nach oben. Der Clou ist der Aufbau der Tasche. Erst wenn der Boden aufklappt, entfaltet sie ihre wahre Größe. Die Produkte verschwinden förmlich. Wir Kunden haben das Gefühl, noch gar nicht so viel eingepackt zu haben. Und das zahlt sich für IKEA aus. Das Tolle für IKEA an dieser Tüte ist, dass ein Kunde mit Tüte im Vergleich zu einem Kunden ohne Tüte 20 Euro mehr Umsatz dalässt. Ein Rechenbeispiel zeigt, was pro Tüte 20 Euro mehr Umsatz bedeuten. An einem gut laufenden Samstag besuchen in Deutschland bis zu 20.000 Kunden eine einzige IKEA-Filiale. Dein Song! Wenn nur jeder vierte Kunde zu einer gelben Tasche greift, macht der eine Standort 100.000 Euro mehr Umsatz. Deutschlandweit besitzt IKEA 54 Filialen.
Die gelbe Tasche könnte also an einem einzigen belebten Samstag den gesamten IKEA-Umsatz um geschätzte 5,4 Millionen Euro steigern. Ja. Ist ja genau richtig. Aus diesem Grund bedeutet diese gelbe Tüte für IKEA bares Geld. Aber wer glaubt, dass das die einzige Falle im IKEA ist, der hat sich getäuscht. Egal ob Bangkok oder Berlin, weltweit sie hat Kork gesagt. Sind fast alle IKEA-Filialen gleich aufgebaut. Der Besuch beginnt immer im Obergeschoss, in der Möbelausstellung. Probieren und anfassen ist hier ausdrücklich erwünscht. Insider Karl war jahrelang Teamleiter in einem IKEA-Markt. In seinen Aufgabenbereich fiel die Gestaltung der Möbelausstellung mit gezielten Manipulationen. Wenn wir 10 Menschen durch den IKEA schicken, wenn man die danach dazu befragt, welche Möbel sind dir am meisten aufgefallen, dann werden die meisten Menschen auf dieselben Produkte zu sprechen kommen. Kann IKEA unwissende Kunden wirklich so gezielt beeinflussen? Um das herauszufinden, Nexus ist so. Gehen 10 Tester in die Möbelausstellung und werden mit Kameras begleitet. Welches Möbelstück fiel Ihnen besonders auf? Also mir ist zum Beispiel ein Sessel ganz oft aufgefallen. Eigentlich interessieren mich Sessel nicht so, aber das hat mich schon sehr angesprochen. Wenn irgendwie so ein Sessel mal irgendwo besonders hängt, da kriegst du so einen Anreiz auf jeden Fall. Was für eine fiese Masche! Merkt ihr, was die mit euch machen? Ah, ich weiß einfach, jeder von euch, auch du, jeder von euch hat jetzt gerade so, oh, einen Sessel könnte ich auch mal wieder gebrauchen, ne? Also so ein Sessel, den möchte ich auch mal wieder haben. Weißt du, was mir da in den Sinn kommt, was ich auch das erste Mal, als ich diese komische Doku gesehen habe, was mir sofort in den Sinn kam? Was ist Ihnen denn beim Live-Auftritt Ihrer Lieblingsband aufgefallen? Da war der Sänger und der Gitarrist und alle anderen von der Band und der Schlagzeuger und ich hab die sehen können, weil die waren immer so beleuchtet. Sind Ihnen die anderen auf der Bühne aufgefallen, die da teilweise rumliefen? Wie andere, die da auf der Bühne rumliefen? Ja, warum? Die werden nicht angestrahlt. Überraschung, man setzt halt ein Produkt in Szene. Boah, das ist ja... Ich weiß nicht. Ist das da... Ist das so schlimm? Dann müsste ja ein jeder seine Waren so feil bieten. Ich stelle jetzt das hier hin. Und sag nichts dazu. Da reagiert kein Schwanz drauf. Das ist wie in der Natur. Das prächtigste Männchen, das sein Gefieder am meisten aufplustert, kriegt die meiste Aufmerksamkeit. Der Hirsch, der am lautesten im Wald steht, der kriegt die Aufmerksamkeit von den Weibchen in der Werbung genauso. Ihr kauft euch das Auto, was euch in der Werbung am geilsten verkauft wird und das ihr euch am ehesten leisten könnt. Es ist halt einfach, es ist Marketing. Und wer das nicht rafft, dass da ein Strahler auf den Sessel strahlt, damit ich mir den scheiß Sessel angucke. Aber mal ehrlich, wofür soll ich mich denn in dieser Szene jetzt, wofür soll ich mich jetzt interessieren? Für dieses komische Ding hier? Warum ist wohl der Sessel angestrahlt? Ja, natürlich, um den in Szene zu setzen. Was ist denn daran so schlimm, Alter? Wir kämmen uns die Haare, damit wir ordentlich aussehen. Manche Frau macht sich einen schönen Zopp oder keine Ahnung was. Wir setzen uns tagtäglich in Szene. Meine Güte! Ich kreuze sogar meinen scheiß Bart! Das ist auch ein bisschen in Szene setzen. Weil ansonsten könnte das Gedönsel auch einfach nur runterhängen, dass ich aussehe wie Mr. Miyagi. Und der kann gar nicht mehr richtig runterhängen, aber egal. Leute! Das ist halt schon, das ist halt anders schlecht, es ist Marketing. Wer sich von solchen billigen Strategien fangen lässt, ja, dann hat's doch gut funktioniert. Es ist doch keine große Trickserei. Es ist doch, ei, ist das jetzt so schlimm, Alter? Nix gegen Mr. Miyagi? Nö, absolut nicht. Der ist erfolgreicher als ich, der ist cooler als ich. Aber ich will nicht so aussehen wie der. 6 von 10 Testkunden ist dieser Ohrensessel besonders aufgefallen. Der Strandmann. Er zählt zu den Verkaufsschlagern des schwedischen Möbelgiganten. Dass uns solche Produkte ins Auge fallen, ist bei IKEA kein Zufall. Insider Karl deckt auf. Jetzt, wo die das gesagt haben, fällt mir das erst auf, Alter. Krass. Guckt euch das mal an, ne? Mir ist ja vorher gar nicht... Hier ist ja eine Pflanze und hier sind Sachen. Und da sind auch noch Sachen, so. Aber das ist mir gar nicht aufgefallen. What
Der Grund, warum die meisten der Menschen diesen Strandmon wahrgenommen haben, ist einfach der, dass IKEA ein Meister in der visuellen Reizsetzung ist. Das bedeutet, da wird viel mit Licht gearbeitet, damit wir auch von der Ferne quasi sehen können, um welches Möbelstück es geht, würden wir einmal diesen beleuchten. Danach würden wir noch einen Spot auf den unteren setzen. Und zu guter Letzt, am allerwichtigsten, ist der Spot, der auf die Preiswarnung gerichtet ist. Wow! Meine ganze Welt ist einfach eingestürzt gerade, Digga! Was ist mit seinem Mund, Bastel? Du hast nicht richtig zugehört. Die haben denen... Buster, die haben denen Silikonmasken ins Gesicht geklebt und sie dann geschminkt. Und dann haben sie neu vertont, die Leute, um sie zu schützen. Man hätte auch einfach so pixeln können und dann wäre alles gut gewesen. Oder einen schwarzen Balken. Und dann ist der Bild operativ gemacht. Ich arbeite schon seit 25 Jahren bei IKEA. Und ich habe alle Tricks durchschaut. Niemand kann mir etwas vormachen, ich bin Insider. Ich kenne alle Tricks auswendig. Ich habe Millionen Umsatz gemacht für IKEA, aber heute bin ich Whistleblower. Sowas? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Man muss das noch geiler machen. Man muss einfach dem eine Silly-Maske überstülpen, das Ding auch noch schminken, den komplett entfremden. Ich würde so lachen, wenn einer von denen seine normalen Privatklamotten angezogen hätte, die jeder Kollege bei denen im Laden kennt und dann so, Uli? Bist du das, Uli? Und dann am Freitag wurde die Doku ausgestrahlt und am Montag kommt er auf Arbeit. Sag mal, Uli, das mit der Doku war nicht in Ordnung. Du hast unsere ganzen super geheimen Tricks verraten. Was für Insider-Tipps, die uns einfach jetzt schon in diesen 6 Minuten 33 offenbart haben. IKEA ist ja so ein hundsgemeiner Verein. Wie die mit unseren Gefühlen spielen. Wie die uns beeinflussen. Mal ehrlich, keiner von uns ist davor gefeit, aber es hilft, wenn man sich dessen bewusst wird und beim Einkaufen einfach ein wenig mitdenkt. Die Leute, die sich sowas überlegen, arbeiten in diesem Bereich. Und auch wenn man sich für intelligent hält, das passiert mir doch nicht. Doch, es passiert jedem, ob man will oder nicht. Aber ja, man kann auch ein wenig gegensteuern und nicht blind drauf losschießen. Strategien können da effektiv helfen. Ich streite das nicht ab, Nexus. Ein jeder von uns hat ein gewisses Kaufverhalten. So wie die meisten von uns einen leuchtenden PC haben, weil leuchtende PCs viel geiler sind als nicht leuchtende. Ich sag euch ganz ehrlich. Das da. Das ist der PC, den ihr sehen könnt. Der untere leuchtet auch nur, weil die Komponenten, weil da solche Leuchtdinger verbaut sind. Ansonsten ist mir das scheißegal. Das Gefiedel und Geleuchte geht mir eigentlich mega auf den Sack. Natürlich, wir lassen uns alle von unseren Augen beeinflussen. Wir kaufen Sachen, die lecker aussehen. Nochmal, wieder das Bild. Burger King, McDonald's. Das nasse Salatblatt, das auf dieses perfekt gebratene Burger Patty fällt, ja? Und dann diese Soße, die da so drüber läuft, weißt du, wie Sperma in einem Porno oder so. Und dann kommt dieses Brötchen so oben drauf und du so einfach, oh Gott, das ist das Beste, das ich je gegessen habe. Und du hast es nicht mal gegessen und du hast Hunger drauf und dann gehst du da hin und kriegst du dieses, dann kriegst du zwei Adiletten und dazwischen ist irgendwas, was mal an einem Salat vorbeigelaufen ist und irgendwas, was ich vielleicht früher mal als Lebewesen bezeichnen konnte, was jetzt als Hackfleisch geendet ist auf dem Ding. Natürlich lassen wir uns alle irgendwo von Werbung beeinflussen. So wie ich Werbung mache. Ich stehe dazu. Das ist Werbung, aber ich sauf den Scheiß selber und der schmeckt gut. Aber natürlich, ich meine, Leute, mein Partner, die hauen da geile Blutorange drauf. Das sieht lecker aus. Der Karton alleine. Was für perfide Methoden einfach. Die machen einen schönen Karton, der verdammt gut aussieht. So im Halloween-Style. Jetzt, wo auch noch Halloween kommt. Voll frech, Alter. Ich finde den Karton ziemlich geil. Das ist eigentlich fast schon eine Art Sammlerstück so. Kommt nicht wieder. Ist das jetzt so schlimm? Nö. Ich find's cool, Alter. Und ich find's noch geiler, dass sie mir das zuschicken, Mann. Wollen wir uns da echt so krass drüber aufregen? Natürlich sind wir alle beeinflussbar von Werbung. Der eine mehr, der andere weniger. Aber wenn so ein Möbelstück ausgestrahlt ist, ja, dann hat das doch... Dann ist einem doch klar, dass das extra in Szene gesetzt ist, Mann. Die bieten ihre Waren feil. Oder warum laufen Prostituierte besonders leicht bekleidet rum, damit jeder ihre Ware begutachten kann?
Schöne Tatas, schöner Hintern, schöne Beine. Keine Ahnung, schon mal eine Nutter auf dem Straßenstrich gesehen, die so einen dicken Mantel anhatte und, oder keine Ahnung, so ein Overgarment von der Bundeswehr? Schon mal gesehen? Die meisten von euch wissen vielleicht gar nicht, was der Overgarment ist, ne? Das wäre halt was, keine Ahnung, für die Fetischisten vielleicht noch. Schon mal eine Frau so auf dem Straßenstrich gesehen? Die macht keine Kunden an dem Abend. Das ist halt auch Werbung. Das ist Marketing. Ist das so schlimm? Oh, Leute, Werbung ist voll in Ordnung. Wie man sie wahrnimmt, ist die Frage. Ein bisschen Farbe rein und fertig. für die Fetischisten sicherlich. Manche mögen das. Es ist... Mann. Über sein Aussehen transportiert man was nach außen. Ich zum Beispiel, ich habe jetzt ein Metal-Shirt an. Ich habe lange Haare. Ich habe einen Bart. Der ist bestimmt eher metallisch unterwegs. Oder Wolfgang Petri-Fan. Letzteres stimmt. Nicht. Und hallo Yoshi, ein wunderschön. Bling, bling muss es, ja. Leute, ganz ehrlich, das sind bis jetzt 6 Minuten 33, ich habe mir das ganze Ding angeguckt, 6 Minuten 33, die einfach peinlich sind. Dafür, ganz ehrlich, brauchen wir doch keinen Insider, dass der uns erzählt, die machen da Lampen. Die machen da Lampen und dann leuchten die Gegenstände an. Ehrlich? Wem ist es als Kind nicht so gegangen, dass ihr, ich weiß es noch, im Edeka, dass man im Edeka stand vor diesem riesen Obstding. So richtig so. Oh. Was ist beim Edeka mit dem Obst und auch Rewe oder andere Läden, die das so machen? Die verwenden Spiegel. Die haben eine Kiste Äpfel da. Das sieht aus wie 12 Kisten Äpfel. Das Angebot ist so riesig. Oi. In Wirklichkeit, bis hier geht das Angebot, der Spiegel geht bis da oben hin. Das Schöne ist, du kannst die Ware fast komplett rundum sehen. Also du kannst schon hinter die Ware gucken und kannst, ohne dass du noch sehr viel anfassen musst, und klar, du nimmst es eh in die Hand bei dem Losen, zack, aber du kannst dich schon eher für ein Stück entscheiden. Natürlich ist das Marketing. Man ist davon ganz hin und weg und da greift man eher vielleicht auch mal hin. Hallo Schobberkanister, ich bin so groß, ich schaue nur von oben auf den Spiegel, aber ja nicht als kleines Kind. Das meine ich ja, früher als kleiner Piefke. Bei mir ist die Auswahl kleiner. Du willst Farbe? Was denn für welche? 90-10? Du kriegst von mir Verkehrspurpur, Yoshi. Das ist einem doch bewusst. Oder da braucht... Also ich glaube nicht, dass einer von euch das jetzt erzählt braucht. Das ist uns doch bewusst. Das ist uns doch bewusst. Geh mal in den Mediamarkt, TV-Abteilung. TV-Abteilung, du hast diese riesen Dinger da stehen. Dann hast du die OLED, also keine Ahnung, du stellst dich davor, krass, und dann auf einmal, dann wirst du umschlossen von dem Teil. Ich bin in der Realität, endlich. Und dann kommt der Stöpsel von hinten. Willkommen in der Matrix. Ja, natürlich, da laufen diese riesen Monitore mit 16K ultra mega scharf, wurde dem keine Ahnung, wurde irgendeinem Kingfisher, also einem Eisvogel, keine Ahnung, dem kannst du die einzelnen Zellen der Federn kannst du zählen und wie auch immer. Natürlich wird das alles in Szene gesetzt, das ist uns doch bewusst, Mann. Boah, da brauchst echt die krasse, harten Insider von IKEA. Danke dafür. Moin Timo, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist halt schon hart lächerlich. Vorher, nachher. Tatsächlich sind im IKEA-Store die Strandmonsessel nach genau diesem Prinzip ausgestellt. Und IKEA unternimmt noch mehr, damit uns solche Möbel besonders ins Auge stechen. Diese perfiden! Wichtige Produkte wie... Alleine bei so einem dunklen Sessel müsste man ja schon ausleuchten, damit man es überhaupt sieht. Zum Beispiel der Strandmondsessel werden am Ende des Tages meistens auf einem sogenannten Hotspot zu finden sein. Als Hotspots bezeichnet der schwedische Möbelhändler kleine Verkaufsinseln. Sie stehen mit... Geht mir übrigens genauso, Sträumin. ...im Weg. So laufen wir immer direkt... Guck mal! Was steht hier? Ach, ihr seht's gerade nicht, ne? Aber hier, unter meiner Cam, ich mach sie kurz weg. Das sind, glaube ich, Trinkgläser. Damit machen sie nicht unbedingt das große Geld. Das ist eher so ein bisschen Wühlkramtisch, so nebenher. Hier wird uns aber etwas gezeigt, eine Art Wohneinrichtung. So, da sagt uns IKEA, so,
könnte dein Wohnzimmer aussehen? Natürlich wird das in Szene gesetzt. Oder ein Vasenset. Dann ist es ein Vasenset. Dann ist hier irgendwas Stoffmäßiges, Kissen oder so ein Scheiß. Sollen sie die anstrahlen? Oder sollen sie einfach alles neutral anstrahlen? Das nimmt den Charakter vom Wohnlichen raus. Ihr habt in eurer Wohnung auch nicht einfach irgendwo eine Industrielampe mittig in der keine, so eine Leuchtstoffröhre, die 1,5 Meter lang ist und kaltweiß hier mit 5000 Kelvin oder sowas euer Wohnzimmer ausleuchtet. Sondern ihr habt auch irgendwo in einer Ecke wahrscheinlich so eine Ecklampe stehen oder eine indirekte Beleuchtung oder ein warmes Wohnzimmerlicht. Aber die Ausstrahlung ist eine ganz andere, als wenn du in so einem IKEA-Einrichtungshaus, wo wie im Supermarkt teilweise reihenlang, 300 Meter lang, diese Leuchtstoffröhren hängen, friedlich vor sich hin surrend, alles kaltweiß beleuchtend. Natürlich versuchen die euch ein wohnliches Ambiente zu verkaufen. Die sagen: Das könntest du kaufen. Das könnte deine Wohnzimmerwand sein und dieses Möbel passt dazu und dieses kleine Tischchen auch. Nexus. Es ist halt hart peinlich, Mann. IKEA einfach Marketing verstanden. Das ist ja noch nicht mal das krasseste Marketing, Mann. Das ist nicht so, dass man sagt, boah, krass, da wäre ich nie drauf gekommen, sondern ach, Mann. Es ist halt nichts Besonderes. Es ist nichts dabei. Überhaupt nichts. Darauf zu. Hier, schön hell, freundlich. Da hat man extra helles Licht genommen. Weil kleine Sitzmöbel, Kinderzimmer. Was machen die meisten Familien? Die geben ihrem Sprössling das hellste und schönste Zimmer mit der schönsten Aussicht. Was, ganz ehrlich, was ich so häufig gesehen habe, der unbeliebteste Raum bei den meisten Menschen ist eigentlich der für mich wichtigste Raum, das Schlafzimmer. Wir haben bei uns in der Wohnung, ist es so, dass der Raum, der größte Raum und der Raum, der direkt an den Balkon geht, der ist eigentlich als Wohnzimmer geplant. Jeder, wirklich jeder, den ich kenne, hat diesen Raum als Wohnzimmer. Bei uns ist es das Schlafzimmer, der größte und wichtigste Raum, das Wohnzimmer. Ist wesentlich kleiner. Warum? Wir laden auch nicht so viele Leute ein. Das Schlafzimmer ist der Ort, wo sich bei uns mit am meisten abspielt. Wir machen so viele Sachen im Bett. Fast alles. Außer Kochen. Und Essen manchmal. So viel wie ich tagsüber, wenn ich Zeit habe, auf dem Bett liege, Alter. Da brauche ich keine Couch oder sowas. Und wenn ich mir da manchmal angucke, dass manche Leute ihr Schlafzimmer in den dunkelsten Raum, der komplett, da sind die Bäume vor den Fenstern, da ist es duster, da kriegst du Depressionen, wenn du die Tür aufmachst und reinglotzt. Aber gut, das entscheidet jeder für sich selber. Aber gerade für Kinder sucht man doch normalerweise, weil das nun, ne, das sind deine Gene, da hast du dich vermehrt, das ist ein ganz tolles Ergebnis, was du zur Welt gebracht hast. Dem Kind soll es gut gehen, das soll Licht haben. Ein heller, freundlicher Wohnraum. Das hier ist Einrichtung für ein Kinderzimmer. Da werde ich jetzt wohl einen Teufel tun und da Rotlicht ranbringen oder so tun, als wenn da gar kein Licht wäre. Ist doch unschön. Natürlich setzt man Highlights, Mann. Boah. SM Dungeon zählt nicht als Schlafzimmer. Doch, wenn man darin schläft, schon. Schläft man nicht im Bett? Nicht nur Piratenbraut. Du kannst nicht wie in einem anderen Möbelhaus dich einfach frei bewegen und hast eine freie Fläche, wo du dich durchschlängeln kannst. Bei dir hast du den Hauptkundenweg, der seine Haken schlägt. Und dich immer wieder zwingt, auf gewisse Dinge für längeren Zeitraum auch zuzulaufen. Ja, wow. Das, ganz ehrlich, ne, das, was IKEA da macht, das ist letzten Endes vielleicht auch aus dem Feng Shui entlehnt. Dass man dass du nicht von vorne bis hinten in einer geraden Linie durchgehen kannst, sondern dass die Energie umgelenkt wird, ja, dass die Leute umgelenkt werden, damit auch der Fokus der Leute auf Produkte gelenkt wird. Ist doch logisch, Mann. Deswegen hat man in Supermärkten auch manchmal diese Dinger, die einfach mitten im Weg stehen und eigentlich voll hinderlich sind, weil so, oh, da passe ich mit dem Wagen kaum durch und vor mir ist jetzt einer und dann, oh, da ist ein Sonderangebot. Oh, das brauche ich ja unbedingt noch. Ja, meine Güte. Damit die Leute entschleunigt werden, damit die Leute, wenn sie denn einkaufen gehen und schon mit der Mentalität reingehen, ich würde ein bisschen Geld ausgeben, dass sie halt auch länger im Laden bleiben und mehr Geld ausgeben. Wow, Alter, das ist ja so krass intelligent, Mann, dafür muss man das studiert haben. Weiß nicht, wenn ich das verstehe, gehe ich davon aus, dass das alle anderen auch verstehen. Wir haben uns ganz bewusst für das Schlafzimmer entschieden, welches nur Licht durch den Lichtschacht bekommt,
es ist immer relativ dunkel, aber das mögen wir. Könnte ich zum Beispiel gar nicht, Alter. So Vorhänge zu und sowas, ne? Geht bei mir gar nicht, Buster. Also, wenn, weißt du, im Sarg und in der Gruft lande ich noch früh genug, Alter. So, dass aber sei es nicht abgesprochen. Also, jeder macht das gerne für sich selber, ne? Zum Glück bin ich kein spontaner Impulskäufer. Das sagt jeder von sich, Desperatio. Wir sind alle spontane Impulskäufer. Bei bestimmten Produkten. Es macht aber einen großen Unterschied, wenn du jetzt hier für, keine Ahnung, 3,50... Oh, meine Kamera ist weg, ich Idiot. Wenn du hier für 3,50 so einen so, ne, Impuls mal kaufst, so eine olle Bratpfanne, die scheiße ist. Oder wenn du für 350 Impuls was kaufst, obwohl du gar nicht die 350 hast. Das ist ein großer Unterschied. Weißt du, wie ich meine? Wir alle kaufen aus Impuls was. Wenn du jetzt wieder, wie, ich glaube, der Streumin war es vorhin mit dem, mit den Chips. Oregano-Chips oder auch Salz-Chips. Ich gehe ja nicht mehr so einkaufen, aber Mausi macht das. Aber man geht einkaufen und dann geht man an den Chips vorbei. Ah, komm, eine Tüte und dann wären es doch drei. Weil ich Salz-Chips liebe. Oder Oregano, wo ich dann schon eher so. Alle. Oder Western-Style. Na, es geht halt um die Lieblingschips oder um irgendwas, was man gerne mag. So wie Gummitiere. Ah, die sind nicht so gesund. Na komm, eine Tüte halt. Das ist Impuls irgendwo. ...des Tages als Kunde auch damit auseinandersetzen muss. Dieses Abbiegen bezeichnen IKEA-Mitarbeiter intern als Zwangslauf. Zwangslauf bedeutet, IKEA steuert unseren Weg durch den Markt genau. Ständig müssen wir unsere Richtung ändern. Ja gut, und glauben, wir ändern ja nicht ständig unsere Ernährungsperspektive. Das haben wir, glaube ich, alle gemeinsam. Wir haben nachgezählt, wie oft uns IKEA zwingt, die Richtung zu ändern. 80 Mal. So oft wird unser Blick auf bestimmte Möbel und Accessoires gelenkt. Wir wollen dich als Kunden quasi führen. Ja? Wir versuchen, soweit dich so vom Laufen und von den Blickrichtungen so sehr zu steuern, wie nur möglich. Wow. Mit Lichtakzenten und verwinkelter Wegführung schafft es IKEA, unsere Aufmerksamkeit auf gewisse Möbel zu lenken. Insider Karl weiß, warum die Schweden bestimmte Möbelstücke so aufwendig in Szene setzen. Dinge, an denen IKEA viel verdient und wo IKEA auch sieht, dass die auch in hoher Stückzahl verkauft werden können, werden natürlich offensiver platziert im Einrichtungshaus als Dinge... Das war nicht Heidi Busser. ...wo das nicht der Fall ist. IKEA hat damit enormen Erfolg. Deutschlandweit zählt der Sessel Strandmann zu den 10 meistverkauften IKEA-Produkten aller... Du weißt nicht, was ein Ohrensessel ist? Schau mal. Wir machen das ganz offiziell. Ohrensessel. Gibt es dafür auch eine Erklärung zu Wiki vielleicht? Das wäre schön. Dann können wir es der Frau, dann können wir es der Piratenbraut genau erklären. Ach. Schau, ein Ohrensessel ist, ist halt ein, wie soll ich sagen, ein sehr ausladender Sessel. Ja, der hat diese umschließende Form mehr oder weniger. Du setzt dich halt rein und ich glaube, es ist halt, weil die Form von der Seite so ein bisschen wie ein Ohr aussieht. Und dass du halt einfach dieses Breite, du setzt dich halt wirklich rein in den Sessel. Du wirst umschlossen von dem Sessel. Weißt du? Also gerade hier auf dann wahrscheinlich Ohrenhöhe. Hässlich ist der Ohrensessel. Ah, das kommt ganz auf das Modell auch drauf an, ne? Ohrensessel hast du häufig, wenn es um diese Männerclub-Geschichten geht. Weißt du, diese Country-Club-Geschichten, wenn die Kerle da mit der Pfeife sitzen. Mortimer, ich habe diese Woche wieder einen Bentley gekauft. Oh, ich bin so stolz auf mein Fahrzeug. Oh, ich bin so reich. Unvorstellbar. So halt. Das ist halt auch ein Ohrensessel, ne? Der hat hier dieses Ausladende. Also, mag halt nicht jeder. Zeiten. IKEA hat von einem kleinen Dorf im schwedischen Småland die Welt erobert. Småland. Im Alter von 17 Jahren gründet Ingvar Kamprad sein Unternehmen. Der Name IKEA setzt sich aus den Anfangsbuchstaben seines Namens Ingvar Kamprad, dem Hof seiner Eltern Elmtaryd und dem Heimatdorf Agunaryd zusammen.
Anfänglich verkauft Ingvar kleine Artikel wie Kugelschreiber, Nylonstrümpfe und Brieftaschen per Post. Der Milchmann nimmt damals seine Pakete mit. 4 Jahre später kommen die ersten billigen Möbel dazu. Ganz nach seinem Motto, man darf nie vergessen, was eine schwedische Krone wert ist. Schon lange nicht mehr, Desperatio, schon lange nicht mehr. Småland ist bekannt dafür, dass die Leute hier sehr sparsam sind. Und wenn sie mich anschauen, sieht man, ich trage nichts, was man nicht auch auf dem Flohmarkt kaufen könnte. Ingvars Sparsamkeit entwickelt sich zum Erfolgsgeheimnis von IKEA. Hello. Und Kamprad macht es zum reichsten Mann Europas. Dennoch fliegt er ausschließlich Economy Class, steigt nur in den billigsten Hotels ab und gönnt sich auch privat keinen großen Luxus. Desperation, vielleicht findest du jemanden, der dir das erklärt. Ich habe keine Lust mehr, dieses Spiel zu thematisieren. Es macht einfach keinen Spaß mehr. Sparsamkeit um jeden Preis erwartet Kamprad auch von seinen Mitarbeitern. Vous savez le raison, hein? Wir als IKEA-Gruppe haben den Anspruch und das Ziel, dass sich jeder unsere Möbel leisten kann. Auch Leute mit kleinem Geldbeutel. 2018 verstirbt Ingvar Kamprad im Alter von 91 Jahren in Småland. Auch nach seinem Tod ist der Gründer bei IKEA. Was wir da gerade schauen, Little Alien, pass auf. Wir schauen uns die perfiden, hinterlistigen Methoden, wie uns IKEA Geld aus der Tasche zieht, die uns eigentlich allen total bewusst sind, aber IKEA zockt uns richtig hart ab mit perfiden Methoden, die so krass böse sind, dass wir Insider brauchen, die uns die erklären. Ja. Also eigentlich ganz einfach, IKEA böse, weil sie Marketing betreiben und ZDF sagt, IKEA Schmutz. Allgegenwärtig. Insiderin Ella hat es erlebt. Ich fand es in manchen Momenten auch ein bisschen sonderbar. Zum Beispiel, dass Bilder von ihm überall hängen. Oder dass, wenn Ingvar Geburtstag hatte... Ich glaube, ich habe schon mal... Also ich war auf jeden Fall schon ein paar Mal in dem IKEA drinne. Ich selber würde nie ein Möbelstück von IKEA kaufen, weil gelernter Tischler und so, ne? Aber ich weiß noch, dass eine Ex-Freundin von mir mal über 500 Bleistifte von IKEA mitgebracht hat. Während meiner Ausbildung war das. Und die habe ich auch alle aufgebraucht, in der Ausbildung noch. Aber die Bleistifte von IKEA sind Schmutz. Das muss man dazu sagen. Aber die war hart im Nehmen. Die hat einfach alles mitgenommen, was irgendwie for free war. Dann gab es im Mitarbeiterrestaurant immer Geburtstagskuchen für alle Mitarbeiter. Auch da ist eigentlich eine super schöne Sache. Andererseits fand ich das auch teilweise ein bisschen komisch, dass es zum Geburtstag vom IKEA-Anführer Geburtstagskuchen für alle gibt. Bei IKEA leben seine Verkaufsstrategien weiter. Es heißt, er sei ein Meister der Manipulationstechniken gewesen. Auch das Image des unscheinbaren, einfachen Mannes war angeblich ein Teil davon. IKEA ist weltweit berühmt für sein erfolgreiches Marketing. Immer wieder schafft es das schwedische Möbelhaus, sich jung, modern und trotzdem absolut massentauglich zu präsentieren. Wohnst du noch oder lebst du schon? IKEA. IKEA. Die Werbesprüche von IKEA zählen zu den bekanntesten in Deutschland. Bislang warb der Möbelgigant mit seinen Slogans vor allem für seine günstigen Produkte. Insiderin Inga war längere Zeit bei IKEA angestellt. Leute, über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Dem einen schmecken die Kotbollen bei IKEA und dem anderen nicht. Da will ich mich gar nicht auf eine Diskussion einlassen. Kann ich auch gar nicht mitreden, weil ich den Scheiß noch nicht gefressen habe da. Bei IKEA finde ich eins ganz nett. IKEA hat so viel Tünnef und Schnickschnack, weil sie eben nicht nur den Sessel anleuchten für 179 Euro, sondern weil daneben noch so Kleinigkeiten verteilt sind, so. Ne? Kotbollen, ich sag das absichtlich, Little Alien. die haben halt kleine Vasen und kleine Lämpchen und die haben Plüschtiere und dann haben die irgendwelche andere Gedöns, was man so ein bisschen als Zierzeug verwenden kann. So. Little Alien, vielen Dank für deinen Follow. So Kleinigkeiten, ja? Viel kleinen Schnickschnack. Und wenn man ein paar Euro mitnimmt und für 10, 15 Euro kleinen Schnickschnack. Weiß nicht. Zum Beispiel Schwiegermutter. Die mag Elefanten und sie mag Nilpferde. Jetzt waren wir zum Beispiel mal im Poco. Ist ja auch ähnlich im Poco. Dann gab's da so komische so Nilpferde halt. Also die sehen recht echt aus und dann gab's sie für, keine Ahnung, 10 Euro oder sowas.
ich weiß, ihr gefällt das und sie will, gestaltet ihr Wohnzimmer gern so ein bisschen im afrikanischen Stil und dann kann ich ihr halt so ein olles Nilpferd kaufen. Gibt's sonst so nicht. Das ist halt recht günstig. Oder so einen kleinen Messing-Elefant, der total knutschig aussieht. So. Oder hier. Das Geilste für mich am Ikea. Die Gosichmus. Ein Kinderspielzeug. Wie ihr der braunen Farbe entnehmen könnt und der Augenklappe, die ich dem Tier verpassen musste, weil es schon ein Auge eingebüßt hat. Und ihr seht auch, wie fusselig und haarig das Teil ist, ja? Katze. Thymi liebt die Dinger. Die hat 3 Stück davon. Die schleppt ihr den ganzen Tag durch die Bude. Das ist ihr Spielzeug. Sie liebt die Viecher. Ist das Allergeilste am Ikea. Diese habe ich mal geschenkt bekommen. Genau von der, die damals die Bleistifte im Ikea entwendet hat. Und diese Maus habe ich vor ein paar Jahren, als wir hier hochgezogen sind, die habe ich, weil ich bei meiner Mutter noch ein bisschen Kram hatte, und da war die auch dabei und habe die ausgepackt und habe die einfach nur Thymi hingeschmissen und Thymi saß halt wirklich da und die Augen schwarz. Seitdem. Das da. Liebt die. Das triggert die übelst. Das sind ihre Babys. Sie schleppt die überall mit hin. Manchmal jagt sie und manchmal trägt sie die bloß durch die Bude und schenkt uns die auch. Also, Ikea ist nicht nur schlecht. Es liegt doch an euch, was ihr kauft. Die hat erlebt. Und die sind halt scheiße süß. In einer Krise. Billig allein reicht nicht mehr. An sich, das ursprüngliche Motto von IKEA war ja, möglichst Möbel so zu konzipieren, dass auch der kleine Bürger sich das leisten kann. Aber mit den wachsenden Belastungen über die Jahre und der Klimakrise macht es keinen Sinn mehr. IKEA muss Verantwortung übernehmen. Für Nachhaltigkeit war IKEA bisher eher nicht bekannt. Doch auch für den Einrichtungsriesen wird das Thema immer wichtiger. Die Schweden haben sich einiges vorgenommen. Genau, das Frau Sense. Auf der Webseite. Und das macht letzten Endes jetzt mal die ganzen Skandale, so von wegen, die IKEA-Plüschtiere sind genauso giftig. Und Splader, falls ich dich nicht begrüßt haben sollte, einen wunderschönen guten Morgen. Nein, die haben so Gummimasken haben die schon auf. Aber ich finde, solche Kinderspielzeuge, wo nichts Hartes dran ist, finde ich letzten Endes auch viel besser. Also Kinderspielzeug, wenn hart, also Holz und so weiter, ja. Aber wenn es so Plüschtiere sind mit diesen Knopfaugen, ne, Kinder schleudern die auch mal rum. Und dann platzen diese Augen ab. Und dann sehen die Viecher nicht mehr so schön aus und den Kindern geht's nicht so gut. Da sind halt wirklich so Stoffaugen, Stoffmünder. Alles aus Stoff sind da viel praktischer und viel schöner, vor allem wegen der Verletzungsgefahr. Habt ihr mal von einem Kind ein dickes, gelbes Pokémon mit Blitzmuster auf dem Arsch mit großen Hartplastikaugen irgendwo geschleudert bekommen? Ihr merkt nur die Hartplastikaugen, den Rest nicht. Und die kommen mit einer gewissen Geschwindigkeit angerauscht. Und ja, es war ein Pikachu. Also Pikachu war nicht schuld, aber es hat mitgemacht. Versprechen Sie bis 2030 nur noch erneuerbare oder recycelte Materialien zu verwenden. Nexus, wenn ich dir eine Wohnzimmerwand bauen würde, dann würdest du nicht nur ein Tausender loswerden. Wie gesagt, ich komme aus dem Beruf, ich bin gelernter Tischler. Und wenn du dir so ein Möbel aus Vollholz, das dein ganzes Leben lang hält, dann legst du da mehr als 1000 Euro hin. Ganz ehrlich, und das meine ich auch nicht böse oder abwertend, aber 1000 Euro für eine Wohnzimmerwand sind spottbillig. Da musst du mal überlegen. Mein Chef hat 75 Euro die Stunde genommen für mich. Jetzt kannst du rechnen, wie viele Arbeitsstunden dafür rein theoretisch drin sind und dann muss man noch Plus machen. Das ist halt schon industriell, ne? Es ist. Und man kann auch in Serie produzieren, aber je wertvoller das Material ist, desto teurer wird es auch. Und es ist klar. Da sage ich auch nichts Schlechtes gegen IKEA. Ich selber würde mir aber bei IKEA nichts kaufen. Für Mietwohnung voll okay. Nein, Raptor, nicht mal das. Für deinen Geldbeutel ist das okay. Ich kann das doch verstehen, dass sich eben nicht jeder beim Tischler den Schreibtisch oder das Schlafzimmer und sonst wie anfertigen lassen kann, weil es scheiße teuer ist. Und die IKEA-Möbel, die werden halt meistens schon so gekauft, dass man sich sagt, die kaufe ich einmal, baue sie auf und wenn ich ausziehe, reiße ich den Mist nieder und schmeiße ihn weg.
Ist es schade? Ja, weil es Materialverschwendung ist. Aber auf der anderen Seite, es ist halt leider convenient. Es ist praktisch. Es ist ein Zwiespalt. Dafür bekommt man ganz andere Qualität. Gar keine Frage, Desperatio. Keine Frage. Außerdem eine emissionsfreie Lieferung der Produkte nach Hause. Und insgesamt will IKEA in den nächsten Jahren nicht nur klimaneutral, sondern klimapositiv werden. Sogar die aktuellen Werbevideos setzen voll auf Nachhaltigkeit. Also, wir haben nun mal nur einen Planeten. Und die Zeit zu haben. Yo! Oh, da krieg ich schon wieder Krätze, ne? Wer hat das von euch schon ausprobiert? Wer von euch hatte schon mal so eine Bambuszahnbürste im Maul? Wer von euch hatte schon mal so eine Bambuszahnbürste im Mund? Benutzt ihr die noch? Und wenn ja, warum? Und wenn nicht, warum nicht? Also einerseits, sie sind kompostierbar, das ist ja total geil, ne? Aber mir ist eins dabei aufgefallen. Wenn ich mir meine Kauleiste scheuere, ne? Dann habe ich mit der Zahnbürste immer Kontakt im Mundwinkel. Alter, ich habe noch nie so eine wunde Fresse in den Mund. Ich habe mich gefühlt wie der fucking Joker, als ich mir von einmal Zähne putze mit dem Teil. Ich habe mir 240er Schleifpapier genommen und habe das ganz glatt gemacht. Ich habe überlegt, das mit Öl, also mit Olivenöl, mit ein bisschen Speiseöl, wirklich schön glatt zu polieren. Ich habe halt hier. Warum denn so ernst? Deine war super. Das freut mich. Für mich war es halt, weil das Holz mit der Zeit total eklig wird, du schmeißt sie doch eh nach knapp einem Monat weg. Man soll, glaube ich, einmal im Monat die Zahnbürste wechseln. Solange ist das doch voll in Ordnung. Holz ist auch nicht so unhygienisch, wie manche glauben. Allerdings ist es halt so, für mich ist das einfach. Ich habe nach einem Mal Zähne putzen, habe ich einfach wunde Mundwinkel. Ich putze mir aber mehrmals am Tag die Zähne. Überraschung! Das ist mega unangenehm! Da bräuchte ich eher eine Zahnbürste. Keine Ahnung, dass man ein Metallröhrchen hat, dass man über die Zahnbürste schieben kann, das genau an der Stelle sitzt, dass man praktisch da keinen Reibungswiderstand hat. Dann ist das in Ordnung. Putz fünfmal am Tag ging super klar. Das würde ich gerne sehen, bei mir klappt das nicht. Vielleicht hast du einen schlechten Hersteller erwischt. Das kann sein, Splader. Ja, kann sein. Aber es ist ja letzten Endes das Bambuszeug, wenn es nicht lackiert ist. Bambus ist nun mal so. Oder Holz allgemein schon. Meiner hat die Borsten damals verloren, wie so ein Farbpinsel. War wohl nicht die beste. Das ist bei meiner zum Glück nicht passiert. So von der Putzqualität war die in Ordnung, obwohl die zu weich war. Du willst mir beim Zähneputzen zugucken? Meine Güte. Little Alien, ich stehe auf so viele Dinge. Was? Einen Planeten. Und die Zeit zu handeln ist genau jetzt. Und deshalb gehe ich da jetzt rein. Und ich werde jedem Einzelnen sagen. Hallo. Nachhaltigkeit darf kein Luxus sein. IKEAs neue Kampagne verspricht nachhaltige Produkte für jedermann. Laut Werbespot sollen IKEA-Mitarbeiter genau das allen verkünden. Aber steckt mehr dahinter als nur Marketing? Eine Testerin soll das mit versteckter Kamera herausfinden. Wie viel wissen die Mitarbeiter wirklich über die Nachhaltigkeit der Produkte? Kannst du mir beantworten, wo eure Baumwolle und das Ganze herkommt? Oh, damit tue ich mich auch so schwer, Mann. Das ist ja so, als wenn ich bei Domino's den Mitarbeiter frage, na, sag mal, wo kriegt ihr euren Schinken her? Oh, Mann, Alter. Ich frage einen Angestellten eines riesigen Unternehmens, der Mann, der da an der Kasse steht und vielleicht noch nicht meine Abteilung rauswirken kann, sag mal, von diesem Produkt hier, da ist dieses kleine Anbauteil, weißt du, aus welcher Firma das in Asien kommt? Mann, der ist doch so weit unten in der Kette. Der macht seinen Job. Lieschen Müller, wenn du im Büro arbeitest und ich komme zu dir, sag mal, wo kommt denn eigentlich euer Druckerpapier her? Dann antwortest du, na, von der Post. Wo bestellt denn dein Chef das? Das weiß ich nicht. Warum weißt du das nicht? Und warum weißt du nicht, wo das gefertigt wird? Vielleicht weiß er es ja. In den meisten Fällen nicht. Das ist ein normaler Angestellter, der macht seinen Job, der macht sich um sowas keine Gedanken, Mann. Dieses Thema um Verantwortung immer, es wäre schön, aber du kannst doch letzten Endes nicht von dem einfachen Angestellten an der Kasse erwarten. Dicker, das wäre so, als wenn ich meine Verkäuferin im Penny an der Kasse fragen würde, sagen Sie mal, diese Dosentomaten,
Ich habe ja neulich eine Doku gesehen, dass diese ganzen Produkte eigentlich alle aus China kommen. Hier steht aber drauf Made in EU. Was stimmt denn jetzt eigentlich? Sagen Sie mir ganz genau, wo diese Dosentomaten herkommen und dass sie nicht umetikettiert wurden in Deutschland. Beweisen Sie mir das. Ich möchte jetzt von Ihnen einen 20-seitigen Ausdruck über genau diese Dosentomaten haben. Was soll das? Das ist Bullshit, Mann. Geh doch damit nicht dem Angestellten an der Kasse auf den Sack, Alter. Dann frag die Firmenleitung und selbst die wissen es nicht. Ist das schade? Ja. Aber vom normalen kleinen Angestellten. Klar, du gehst in den Fahrradladen. Sagen Sie mal, dieser Schlauch, den ich jetzt kaufe für 3,50, wo ist der eigentlich hergestellt worden? Wurde der nachhaltig hergestellt? Ich habe letztens eine Dokumentation über Naturkautschuk gesehen und dass die Leute, die in dieser Branche arbeiten, ganz, ganz wenig Geld bekommen dort in Vietnam, Thailand oder wie auch immer das da alles heißt. Ich will ja Fair Trade, aber die 10 Euro für den Schlauch, wo das draufsteht und am Ende letzten Endes auch nicht stimmt, möchte ich auch nicht bezahlen. Aber ich erwarte von Ihnen, dass Sie mir jetzt ganz genau sagen können, wo das alles herkommt. Wurde das vielleicht recycelt? Leute, euer Ernst? Also komm, sowas triggert mich halt wirklich, sowas regt mich halt irgendwo wirklich auf, weil es so mega unnötig ist. Du gehst gerade jemandem, der einfach nur seine Arbeit macht, mega auf den Sack, das ist ein Verkäufer. Das ist ein Angestellter im Einzelhandel, ein Angestellter. Erwartest du wirklich vom Angestellten, dass der alles weiß? Es wäre schön, ja, aber diese Verantwortung von den Leuten zu erwarten, ist irgendwie echt komisch. Das... Oder liege ich da falsch? Was meint ihr? Ganz ehrlich, ich finde das irgendwie mega komisch. Nachhaltigkeit der Produkte. Kannst du mir beantworten, wo eure Baumwolle und das Ganze herkommt? Ist eure Baumwolle? Baumwolle von was? Dicker! Wenn ich mir jetzt so vorstelle, wir stehen hier in einem riesigen Warenhaus, wo Baumwolle aus unterschiedlichsten Regionen der Welt... Und sie fragt, wo kommt denn das her? Dann, weißt du was? Was erwarten wir jetzt von diesem Menschen? Dass der so, oh, da habe ich am Wochenende dafür gelernt. Pass auf. Also, diese Kordel hier, dieses Zierband, die Baumwolle aus diesem Zierband, die kommt tatsächlich von da und da. Und die ist sogar ohne Chemie gepflückt, das weiß ich, habe ich am Wochenende mich damit beschäftigt. Da habe ich 8 Stunden recherchiert. Oh. Und der Lampenschirm hier, der ist auch mit Teil Baumwolle. Aber die kommt leider von da und da, da ist ein bisschen Chemie auf dem Feld. Aber ich habe den Pflücker, der diese Baumwolle für diese Lampe pflückt, sogar selber, ich habe den angerufen, ich habe den gesprochen und so, ey, wie geht's dir, verdienst du genug Geld? Und der so, ja, ich verdiene genug Geld. Und da war ich dann, also ne, und dann erzählt er über jedes Produkt und dann fragt sie, na und eure Pappe, wo kommt die eigentlich her? Und schön, dass du fragst, das habe ich nämlich auch gelernt. Was ist denn die Erwartung, Alter? Du kaufst ein Produkt für 7 Euro und erwartest, dass der Angestellte, der dort wirklich nur seine Arbeit verrichtet, dass der dir alles darüber erzählen kann? Im Ernst? Ist halt... Frag... Die Firma. Sie wird dir keine Antwort geben. Ist das scheiße? Ja, und da müssen wir was ändern. Aber frag doch nicht den Angestellten, Mann. Alter Schwede. Das ist, als wenn mich, als ich Tischler war, jemand gefragt hätte, sagen Sie mal die Schrauben. Was ist das eigentlich genau für ein Stahl? Das ist verzinkter Stahl. Ja, wo kommt denn der her? Warum fragst du das? Naja, ich möchte nicht, dass diese Schrauben irgendwo im Dritte Weltland hergestellt wurden. Dicker. Höchstwahrscheinlich ja. Weil wenn wir die super krass teuren Schrauben, die auch im Dritte Weltland produziert wurden, aber hier in Deutschland umetikettiert wurden, damit ein fancy Name draufsteht und dann teurer verscherbelt werden, wenn wir die kaufen würden, dann wäre das Produkt, das du von uns bekommst, noch teurer. Und du hast ja schon gemeckert, dass es teuer ist. Jetzt. Also selbst das Billige ist dir ja noch zu billig genug. Keine Ahnung. Leute, ach Mann. Und der Sinn des Lebens, ist so individuell, dass ich ihn dir nicht beantworten kann. Ich habe meinen Sinn im Leben und du hast deinen. Das nachhaltig? Mann, 2. Ich muss dir ehrlich sagen, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Ernüchternde Antwort. Wow, wir haben einen einzigen gefragt und das auch noch der unterste in der Kette, Alter. Toll. Echt toll.
Welche Aussage geben die Mitarbeiter in der Küchenabteilung? Wo genau das Holz herkommt, das finden wir so explizit nicht raus, weil es gibt so viele Subunternehmer, die für IKEA produzieren. Auch weitere Nachfragen zeigen, kein Mitarbeiter kann etwas über die Nachhaltigkeit der Produkte erzählen. Für die Insiderin Inga... Doch kann er. Da sind die... Das ist ja... Da sind die Angestellten sogar kontra das Unternehmen, weil die Angestellten eigentlich etwas über die Nachhaltigkeit sagen könnten. Die könnten sagen, IKEA? IKEA ist so super nachhaltig. Bei uns ist alles recycelt und alles ist top und wirklich nur aus biologischem Anbau und alles perfekt. Das wäre auch das, was IKEA gerne so nach außen kommunizieren würde. Aber die Angestellten, die sind da ehrlich und sagen, ich hab doch keine Ahnung, ich verkaufe den Scheiß doch einfach nur. Ich weiß es nicht. Und dann... Ernüchternde Antwort. Dann habe ich mal eine Frage an euch, liebes ZDF-Team. Eure Kameras, eure Mikrofone, eure Kabel, das Kupfer. Wo kommt das Kupfer in den Kabeln her, die ihr gekauft habt? Wo kommt das Gummi her? Und wo kommt die Ummantelung her? Wo kommt das Gold her, das in den Steckern drin ist? Wo kommen die einzelnen Bauteile eurer Kameras her? Wo kommen eure Kameras eigentlich her? Die Nikon und Canon, ich bin übrigens Nikon-Fan. Ah ja, Nikon ist ein japanischer Hersteller, aber kann das sein, dass sie ihre Teile irgendwo vielleicht aus China oder aus Afrika haben? Kann das sein, dass die Teile, die bei euch in den Gerätschaften drinne stecken, die ihr verwendet, um solche Schmutzdokus zu machen, dass die irgendwo von einer Müllkippe aus Afrika stammen, auf denen irgendwelche schwarzafrikanischen Kinder bis zum Knien in den Dreck stehen und unseren Metallschrott verbrennen oder in Koltanminen? Nach Koltan schürfen oder nach Gold oder anderen Dingen, um sie dann in eure Kameras stecken zu können? Wisst ihr das genau? Wisst ihr das nicht? Ernüchternde Antwort. Das Glas, auch das, ja. Ernüchternde Antwort. Krass, was wir recherchiert haben. Wir sind 13 Minuten drin. Wir haben schon einiges an Zeit verblasen in dieser Doku. Wisst ihr, was das Beschissene ist? Ich bezahle diese Arschmaden mit meinen Steuern und ich werde das auf YouTube nicht mal hochladen dürfen. Das wird geflaggt. Wette ich mit euch. Ich werde es aber versuchen. Das keine Überraschung. Wenn ich jetzt gefragt werde, welches Holz ist nachhaltiger? Ich habe keine Ahnung, woher das Holz kommt, woher die Baumwolle kommt. Da gibt es keine Informationen drüber. Wir werden darin noch nicht geschult. Allein im vergangenen Jahr hat IKEA über 100 Millionen Euro für seine Werbekampagne ausgegeben. Nachhaltigkeit darf kein Luxus sein, heißt der Slogan. Wozu diese aufwendige Nachhaltigkeitskampagne? Die Insiderin hat dazu eine klare Meinung. Es ist im Endeffekt Greenwashing, um mit dem Flow zu gehen. Ja. Und möglichst cool zu erscheinen. Ja, so wie jedes Unternehmen. Nahbar auch zu erscheinen. Aber im Endeffekt ist das Ziel, irgendein Produkt zu verkaufen und wahrscheinlich das günstigste. Zurück in der Möbelausstellung. IKEA leitet uns durch seine Gänge. Eine weitere... Ey, guck mal, die Kati können wir fragen. Die Kati arbeitet in einem Unternehmen, in einem Elektronikfachgeschäft für Massenware und Massenkundenabfertigung, in einem großen Elektrohandel, Fachhandel, wie auch immer. Passend zum Thema, wenn der Kunde sagt, ich will nur einen Laptop, der aus Deutschland kommt, hier hergestellt worden ist und. Oh ja, gibt's nicht, ne? Das Ding ist, dann ist meine Frage, sollen wirklich alle Komponenten aus Deutschland sein? Dann wird es sehr, sehr schwer und das Gerät wird höchstwahrscheinlich super teuer, weil die Komponenten, keine Ahnung, das Gold für die Platinen und so weiter und der Lötzinn, das muss alles aus deutschen Gebirgsbächen gewonnen sein. Dann sitzt da der Almhöhi, jo, weißt, ich mach das jetzt schon 30 Jahre und wir haben schon 3 Laptops zusammengekriegt. Globalisierung ist halt irgendwo ein absoluter Joke, weil wir sind alle globalisiert, wir profitieren alle davon und wir bilden uns dann aber ein, dass wir alle so mega krass super umweltfreundlich sind, nur weil da ein netter Aufkleber drauf ist. Ihre Falle, die komplett eingerichteten Räume. Eben, das ist ja das, was ich meine, Kati. Das ist ja das, was ich meine. Ich kenn's ja bei mir aus dem Gewerk, als Tischler. Da kommt ein Kunde zu uns, ich habe ja jetzt bei Ihnen, was, so teuer soll das werden? Bei IKEA kriege ich das viel günstiger.
Überraschung, das wusste ich schon vor dir, du Fortskorb, Alter. Natürlich kriegst du es bei Ikea billiger, die Qualität ist aber auch eine andere. Und wenn du dann möchtest, dass das besonders tolles, wertvolles Echtholz ist, dann kannst du das nicht mit Pressspan-Scheiße vergleichen, die aus irgendwelchem Abfall gewonnen wurde, was ich ja toll finde, weil Recycling und sowas. Aber letzten Endes, Klebstoff und Holzfasern, das Ganze wird vermischt und vermengt und dann kommt eine Pressplatte raus. Und dann kommt ein bisschen Lack drüber, das ist doch auch Holz. Ja, schon. Das ist aber ungefähr genauso Holz, wie wenn du in eine echte Kuchenform Sand reinfüllst, machst Zuckerguss drüber, dann ist es ja auch ein Kuchen, ne? Klar ist das Holzfaser, aber du kannst eine Holzfaser, eine MDF-Platte oder eine Spanplatte zum Beispiel nicht mit einer USB-Platte oder mit einer Dreischicht oder mit einer Stab- oder Stäbchensperrholzplatte vergleichen oder mit Vollholz, das vom Tischler aufgetrennt und wieder verleimt wird. Es ist halt... Moin Angu, ich könnte eine Parodie machen. Nee, Strömen, dafür bin ich viel zu unlustig. Und dann bezahlst du als Kunde halt, weil du ein hochwertiges Produkt haben möchtest, bezahlst du halt auch das Geld für ein hochwertiges Produkt, was echt scheiße viel ist. Oder du bezahlst halt für den IKEA-Schrott, so nenne ich ihn, weil es für mich halt Schrott ist. Ich hab halt einen Beruf gelernt, der genau das Gegenteil macht von dem, was IKEA eigentlich, also machen sollte, was IKEA macht. Ich habe mein Gesellenstück aus Vollholz gebaut. Vollholz, Fichte. Und dieses Scheißding ist, keine Ahnung, das wird einen Atomkrieg überstehen. Meine Mausi hat irgendwelche Sachen aus dem Poco oder aus dem Ikea gehabt. Die Scheißdinger, die haben nur da gestanden und haben sich von alleine zerlegt. Leute, ich habe Möbel aus USB gebaut und die Dinger sind stabil, die sind bombenfest. Ich habe einen Wohnzimmertisch, der 12,99 gekostet hat. Nach 2 Jahren wackelt der, aber ich ziehe demnächst in ein Haus. Da kann ich dann was Ordentliches holen. Es ist halt, ne? Also, auch wie du damit umgehst natürlich, Raptor. Aber es ist schon ein großer Unterschied zu merken. Es ist ein Unterschied zu merken. Es macht sich halt bemerkbar. Und wenn ich ein hochwertiges Produkt haben möchte und so sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit lege, wenn recycelt wird, Überraschung, recyceltes ist häufig teurer als einfach neu gemacht. Dann zahlt man leider dafür. Und wenn man diese möchte gern... Na. Das glaube ich, das größte Erfolgsgeheimnis von IKEA. Das habe ich so bei keinem anderen Möbelhändler gesehen. Und statt, dass die Waren einfach präsentiert werden, wird hier ein Home gebaut. IKEA präsentiert in diesen sogenannten Homes seine Möbel auf ein... Was für eine Frechheit! Die zeigen euch, wie es aussehen könnte! Ich finde das ja richtig dreist, ne? Wenn ich mir ein Cordon Bleu kaufe... Dann ist da so ein Bildchen drauf, wie das aussieht mit Erbsen und Kartoffeln und Soße. Ich krieg die scheiß Soße nicht dazu und die Erbsen und Kartoffeln auch nicht, sondern nur das Cordon Bleu. Der Serviervorschlag, was für eine Frechheit. Den sollte man ins Gesicht spucken, sie im Nacken packen und sie rausschleifen aus ihrer Filiale. Auspeitschen sollte man die, was für eine Frechheit. Die bauen ein Home und zeigen euch, wie es aussehen könnte in einer wohnlichen Atmosphäre, damit sie noch mehr Waren verkaufen können. Im Ernst? Boah. Ich reg mich auch immer drüber auf, wenn ich zum Maler gehe oder zum Tischler und der hat da was eingerichtet. Splatter! Digga, du bist irre. Vielen Dank für deine 50 Euro! Ausrufezeichen Liebe für 50 Euro an den Splatter. Digga, what the fuck? Vielen, vielen Dank für 50 Euro. Uff. Wobei ein Weichholz, auch wenn Vollholz jetzt nicht unbedingt atomsicher ist, aber für Bett oder so geht Fichte ja gut. So weich ist Fichte ja auch gar nicht, Angu. Es kommt auch auf die Verarbeitung drauf an. Aber das Möbel, keine Ahnung, den Schrank, den ich gebaut habe, den kannst du auf die Ecke schmeißen, der fliegt nicht auseinander. Im Leben nicht. Dann nimmst du ein Ikea-Möbel, Bruch, hab ich oft genug gemacht. Vielen, 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 vielen Dank, Splader, what the fuck, für deine 50 Euro. Ausrufezeichen Liebe, Leute, das kostet euch nichts. Das dürfen auch die Non-Subs machen. Das kostet wirklich nichts. Vielen, vielen, vielen Dank, Spider-Man. 50 Tacken, Alter, du bist insane. Dankeschön. Was ich noch sagen wollte. Ich gehe auch zum Maler oder zum Glaser oder zum Tischler, der dann einen Ausstellungsraum hat und mir seine Fenster oder seine Bordüre plus gestrichene Wand plus Tapete oder sonst was zeigen kann. Dass er, ja, schauen Sie mal, ich habe hier ein Muster vorbereitet. Schauen Sie es mal an. So würde das aussehen, wenn wir bei Ihnen den Stuck oder was auch immer, und dann habe ich hier noch ein Muster, kann ich ihn ranhalten. Voll frech, ne?
Wie abartig einfach diese perfiden Methoden. Wow. Ich sag ja, die Serviervorschläge auf irgendwelchen Lebensmittelverpackungen. Wie räudig einfach. Da machen die uns ja Hunger auf mehr. Dann hab ich ja das Cordon Bleu drin und dann denke ich mir so, stimmt, jetzt brauche ich ja noch die Erbsen und die Kartoffeln dazu. Wie hinterhältig einfach. Das ist, jetzt wo ich das weiß, ne, holt mich das mega ab. Jetzt werd ich, weil ich ein Rebell bin, mein Cordon Bleu, wenn ich Cordon Bleu kaufe, dann werde ich keine Kartoffeln und keine Erbsen mehr kaufen. Ha! Dann habe ich es aber dem System gegeben. Wow, ganz toll. So. Das sind 10, richtig, Spader? Nochmal vielen, vielen Dank, Spader. Dicker. Genau das, Bastel, auch Musterhäuser. Ist doch... Dicker! Wer regt sich denn darüber auf, dass das so ist? Vielen, vielen Dank, Splader, Dicker. Auf ganz besonders verfürerische Art. Oh. Hineingelockt, wie die Motten ins Licht. Man sieht, dass da sehr warmes Licht herausströmt. Der Gang ist bei IKEA in der Regel dunkler beleuchtet und es zieht einen förmlich in dieses Home rein und man möchte erkunden, was es darin zu sehen gibt. Digga! Mann! Uff! Danke, Splatermann. Wir tauchen ein in IKEAs ideale Wohnwelten. Vom schicken Wohn-Essbereich zum traumhaften schönen Badezimmer bis hin zum gemütlichen Schlafzimmer. Eine so aufwendige Präsentation der Möbelstücke findet man selten bei der Konkurrenz. Hinter dem großen Aufwand steckt Strategie. In diesem Home wird wirklich immer versucht, eine realistische Lebenssituation darzustellen. Hier ist zum Beispiel so, dass man reinkommt als Kunde und man einfach vermittelt bekommt, dass hier ein Pärchen lebt, das gerne reist. Und das wird durch so kleine Accessoires in der Dekoration hergestellt. Wir sehen hier zum Beispiel ganz viele Bilder von den Reisen. Als ob hier tatsächlich jemand wohnt. Mit warmem Licht und angenehmer Atmosphäre. IKEA überlässt nichts dem Zufall. Achtet auch auf kleinste Details. Ah. Und das Ziel ist, dass der Kunde manipuliert wird, indem er hier reinkommt und vergisst, dass er in einem Möbelhaus ist. Und er soll einfach eine emotionale Bindung zu diesem Raum aufbauen, zu den Menschen, die hier vermeintlich leben. Weißt du, was das Schöne ist? Die Filmindustrie kriegt das seit Jahren hin, genau das Gegenteil zu machen. Eigentlich sollen wir uns in einem Film mit dem Hauptprotagonisten, mit dem Charakter, sollen wir uns verbinden. Aber heutzutage wird so zack, 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 Ereignis auf Ereignis auf Ereignis, dass wir uns mit dem Protagonisten eines Films gar nicht mehr identifizieren können. Das heißt, wir sind vollkommen emotionslos. Wir sollen emotionslos ins Kino reingehen und da hinsetzen. Ja, da ist ein Mensch, da passiert etwas. Ah, der Film ist rum, toll. Du möchtest also, dass dieses Möbelhaus genau dasselbe tut, ja? Anstatt seinen Kunden eine warme Wohlfühl-Wohnatmosphäre zu offenbaren, soll das Möbelhaus hier, dieses Bett, langweilig. Langweile dich, kauf ein langweiliges Bett. Sei so langweilig wie nur möglich, denn du bist langweilig, dein Leben ist langweilig. Ja, das wäre so schön. Hm? Klar. Weil das, was ihr kaufen wollt oder was ich kaufen möchte, das ist unbedingt das langweilig, ne? Wir wollen ja nichts Spannendes im Leben haben. Man möchte nicht auch mal ausbrechen aus der Realität. Und dann kommt man in so ein Möbelhaus und sagt sich, so ein Schlafzimmer hätte ich auch gerne. Bei mir liegt immer die Wäsche auf dem Boden, aber die haben ja so schöne Teppiche. So ein Teppich hatte meine Oma auch mal. Das wäre echt schön, möchte ich haben. Und dann sagt man, dann kauft man das halt und vielleicht ist das ein tolles Bett und dann schläft man da gut drauf. Wie gemein einfach. Anstatt man davor steht,
Wow, das ist echt langweilig. Okay, ich gebe mein Geld jetzt für was richtig Langweiliges aus. Wow. Halt. Sogar die Schubladen und Schränke werden von IKEA mit persönlichen Gegenständen befüllt. Nein! Haust du rein, Kiki, pass gut auf dich auf. Wenn ich als Kunde die Kommode öffne... Habt ihr das gesehen? Sex pur einfach! Da bin ich sofort wie der Kojote. Au! Das Schränkchen wird gekauft. Ihr habt eine geile Troller, ihren BH und ihren Slip drin. Maschallah. Ui. Überraschung. Das könnte den Leuten einen Anreiz geben. Oh ja, stimmt. Da könnte ich meine Wäsche reinpacken. Na, ich würde es ein bisschen anders machen, aber... Und die kann man rausnehmen. Wie praktisch einfach. Dann kann ich das jederzeit um... Oh. Voll... Das ist so individuell. In Wirklichkeit... Ihr kauft euch das Scheißding, räumt es einmal ein und nach 15 Jahren liegt die Wäsche noch genauso da drin. Mit diesem, ich könnte hier eine Box rausnehmen und die praktisch verschieben und woanders reinpacken, das werdet ihr sowieso nie nutzen, aber es ist ein tolles Feature. Und das kriegt man da nochmal aufgezeigt, weil den Slip hat die ja da drin liegen, ne? Ich würde den ja nach ganz vorne nehmen, weil das ist ja das erste Kleidungsstück, was ich anziehe, so ein Schlüppi und nicht das letzte, also muss der nach vorne. Hallo Martanius, ein wunderschön. Dann finde ich in der Kommode Gegenstände, die auch auf diese Lebenssituation hinweisen. Und das macht es einfach perfekt, weil man wirklich das Gefühl hat, man ist bei jemandem zu Hause und man fühlt sich wohl. Falls Betrug ist, Angu. IKEA betreibt einen riesigen Aufwand, damit wir uns vorstellen können. Mann. Ja, guck, mit Plüschhundi. Und da ist noch ein ganz, da ist noch ein kleines Kissen. Das ist bestimmt, weil da noch ein Kind mit drin schläft. Jetzt kann man sich doch schon vorstellen, dass man hier als große Familie da auch Platz drauf findet, ey. Boah, der Schlüppi sieht nicht aus wie Alltagsunterwäsche. Nun, Nexus, es gibt genug Damen, die das auch als Alltagsunterwäsche tragen. Aber es soll, natürlich, du packst jetzt nicht den Bärchenschlüpfer da vielleicht rein, sondern schon irgendwas, was ein bisschen sexier ist, weil da macht jeder die Schublade auf. Das ist aber ganz schön frivol, also. Aber also, da können wir mal wieder ein bisschen unser Sexleben aufspeisen, so, ne? Haha, so, meine Güte. Wie das Bett zu Hause wirkt. Damit wir den Tisch schon im eigenen Wohnzimmer stehen sehen. Ja! Und die Lampe gedanklich schon im eigenen Schlafzimmer hängt. Wie böse! Die Folge, die nächste Falle schnappt zu. Wenn man den Kunden auf eine emotionale Ebene bekommt, dann sitzt der Geldbeutel einfach lockerer und man wird dahingehend manipuliert, dass man auf jeden Fall das auch so bei sich zu Hause haben möchte. Das Konzept geht auf. Allein in Deutschland macht IKEA jährlich einen Umsatz von 5 Milliarden Euro. 4% aller Haushalte in Deutschland bestehen fast komplett aus IKEA. Wie geht's dir, Martanius, Mann? All das macht den schwedischen Giganten zum größten Möbelhändler Deutschlands. Nicht nur Deutschlands, ist es nicht sogar fast Europas auf jeden Fall? Und weltweit ist IKEA auch mittendrin. Weiter geht's in die Matratzenabteilung. Hier lädt uns IKEA zum Träumen ein. Angeblich wurde bereits jeder 10. Westeuropäer auf... Nicht nur Möbelgeschäfte, alle, auch Supermärkte machen es so. Jedes Handwerksunternehmen macht es so. Der Handwerker, ja? Was macht der? Die drucken teilweise irgendwelche Bauprojekte, die sie mal hatten. Drucken sie auf ihre Autos. Ja, die machen ja Werbung mit dem, was sie mal gemacht haben. Das ist ja frech einfach. Jeder von uns macht Werbung auf eine gewisse Art und Weise. Vor allem, wenn ihr, keine Ahnung, oder jedes Unternehmen macht ein bisschen Werbung für sich. Das ist doch total normal. Das braucht's auch, weil die keine Werbung machen oder die wenig Werbung machen, die werden halt auch nicht gesehen. Überraschung. Einer IKEA-Matratze gezeugt. Und auch hier hat sich IKEA etwas einfallen lassen, um uns Kunden zum Kaufen zu animieren. Bei IKEA würden wir niemals jemanden aufwecken, der in der Matratzenabteilung einschläft, einfach weil wir wissen, dass es am Ende des Tages keine bessere Werbung für deine Produkte gibt, als wenn jemand in einem vollen Einrichtungshaus auch auf der Matratze einschläft. Ein Mittagsschlaf im Möbelhaus. Bei IKEA sogar erwünscht. Laut Insider Karl hat IKEA in Studien herausgefunden, ausgeruhte Kunden kaufen mehr. Weiterer Trick, wie wir versuchen, dich weiter zum Kaufen zu animieren, ist 365 Tage Rückgaberecht. Das sind Silikonmasken, Splader. Trotzdem, IKEA absoluter Vorreiter war, das gab es vorher nicht im Möbelhandel.
365 Nächte Testschlafen, so nennt IKEA sein Rückgaberecht. Die Kunden können die Matratze mit nach Hause nehmen, darauf liegen, schlafen, ausprobieren. Wem die Matratze nicht passt, der kann sie einfach wieder zurückbringen. Das lohnt sich für IKEA. Man würde jetzt meinen, absolutes Minusgeschäft für IKEA, dem ist nicht so. Es kommen tatsächlich weniger als 5% aller verkauften Matratzen zurück ins Einrichtungshaus, sodass es am Ende des Tages wirklich IKEA geholfen hat, das Matratzengeschäft noch weiter auszubauen und dann noch erfolgreicher zu werden. Der Insider verrät, mit Matratzen macht IKEA etwa 8% seines gesamten Umsatzes. Für das Möbelhaus ein riesiges Geschäft. Der Weg durch das schwedische Einrichtungshaus führt uns eine Etage tiefer in die Markthalle. Insider Karl hat lange als Teamleiter bei IKEA gearbeitet. Die Maske soll ihn vor Anfeindungen schützen. Karl verrät, welche Fallen IKEA in der Markthalle aufgebaut hat. Wenn wir dann oben durch den Showroom durchgelaufen sind, gehen wir die Treppe runter und kommen zu dem intern genannten Open the Wallet, quasi eröffnet den Geldbeutel. In diesem Bereich finden Kunden in normalen Zeiten günstigen Kleinkram. Ein Überfluss an Schnäppchen. Sonderangebote über Sonderangebote. 10 Kleiderbügel für 1,50 Euro, Servietten für 2 Euro, Klobürsten made in Tschechien für nur 1 Euro. Ein extrem wichtiger Bereich für IKEA, weil dort versucht wird, die Kunden in diesen Kaufrausch reinzubringen. Und ich sehe jetzt hier ganz viele Produkte, die irgendwo auch so günstig sind, dass ich gar nicht anders kann, als die mitzunehmen. Diese Flächen sollen zum Kaufen verführen. IKEA setzt auf niedrigste Preise und totalen Überfluss. Die Angebote sind so gut, dass sie wirklich für alle erschwinglich sind. Und niemals darf der Nachschub ausgehen. Wichtiges Thema ist der Warendruck. Es wird immer versucht, die Container, speziell diese Kissencontainer, so voll wie möglich zu halten. Ja, für den Überfluss, Mann. Das ist genau derselbe Grund, warum Edeka diese Spiegelchen hat. Damit eine Kiste Obst aussieht wie 5, 6 Kisten. Überfluss. Wenn etwas viel vorhanden ist, dann fühlen wir uns wohl. Wenn der Kühlschrank überquillt vor Essen, dann fühlen wir uns wohl. Du machst den Kühlschrank auf, der ist voll. Ach Gott, bin ich ein reicher Mensch. Ich kann die ganze Zeit essen. Ich brauche mir keine Sorgen, um meine Nahrung zu machen. Der Kühlschrank ist halb voll. Es sind noch genau die Lebensmittel da, die du sonst auch immer isst. Und dann so, oh nein, Notstand naht. Ich muss wieder einkaufen gehen. Überfluss fühlt sich immer schön an. Deswegen Luxus. Überfluss ist Luxus. Deswegen lieben wir Luxus. Deswegen reicht eben nicht der, keine Ahnung, 40 Zoll Fernseher, vor dem man schon immer gesessen hat, sondern es muss irgendwann der 80 Zoll oder 120 Zoll, es muss immer größer sein, weil größer ist gleich besser, mehr. Überfluss macht uns Spaß, macht uns Glück, macht uns Freude, weil Überfluss letzten Endes auch ein Zeichen ist, ich habe richtig viel Geld, auch irgendwo. Viele Geldscheine am besten rumliegen haben irgendwo, dann fühlt man sich erst wohl. Ich kenne Leute, die haben, mein Ex-Chef, der hat so ein dickes, zusammengerolltes Geldbündel gehabt, 500er-Scheine. Der ist ohne gar nicht aus dem Büro, Alter. Der hat uns 3 Monate keinen Lohn gezahlt, aber Hauptsache, der hatte dieses dicke Batzen Geld in seiner Arschtasche hinten drinne, wenn der unterwegs war. So nach dem Motto, also ohne 1500 Euro bar auf der Tasche fühle ich mich nicht wohl. So, ach, hör mir auf, ey. Billige Produkte türmen sich zu hohen Bergen. Alle Verkaufsflächen müssen ständig übervoll sein. Insider Karl hat erlebt, wie viel Wert IKEA auf diesen sogenannten Warendruck legt. Mitarbeiter müssen regelmäßig nachfüllen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch schon davon geträumt, wie ich wieder diese Kissen auspacke, weil es einfach eine der wiederkehrenden Arbeiten in der Markthalle ist. Warendruck, absolutes A und O. Günstige Produkte im Überfluss sollen also Kauflaune erzeugen und das Geld im Portemonnaie locker machen. Kundenmanipulation mit billigen Spülbürsten, dutzenden Teelichtern und einfachen Gläsern. Funktioniert das wirklich? Ein Stand in einer Fußgängerzone. Präsentiert werden typische Mitnahmeartikel von IKEA. Wer hat was davon tatsächlich zu Hause? Im Fall... Die drei, die vier, die, so die, also
Mein ganzer Haus eigentlich ist von Ikea. Diese auf jeden Fall, ja, die haben wir mehrfach. Das hat meine Mutter ständig. Ja, so eine Kerze kauft sie immer wieder. Ich hab schon manchmal... Ja, da haben sie auch den Ete interviewt. Der hat das auch alles. Obwohl ich keine Gläser gebraucht habe, Gläser gekauft. Weil ich dachte, die sind so günstig. Also wenn ich schon im Ikea bin, dann hole ich dann einfach nochmal zwei. Obwohl ich die nicht brauche. Und wir haben hier zu Hause wirklich zu viele. So viele Menschen leben gar nicht bei mir zu Hause. Ikeas Superschnäppchen kommen an. Bei diesen günstigen Preisen können offenbar die wenigsten widerstehen. Versucht. Ich meine, Leute, wir haben schon bald 2 Stunden, ne? Und wir haben 22 Minuten geschafft von diesem Video. Da wirklich blind durchzulaufen. Sonst ist das Portemonnaie meistens dann doch dann ärmer als gewollt. Wenn man erstmal drin ist, dann kauft man so wie im Supermarkt immer mehr, als man eigentlich auf der Liste hatte. Die Masche mit den Billigartikeln funktioniert. Und während wir in der Markthalle zu den Schnäppchen greifen, greift Ikea in unseren Geldbeutel. Doch das ist noch nicht alles. Und natürlich ist am Ende des Tages auch Sinn der Sache, dass sich niemand nur wegen einer Packung Teelichter an die Kasse anstellen wird, sondern wir ganz genau darauf vertrauen, dass man, wenn man jetzt schon die Teelichter hat und ich sage, ach okay, komm, da ist doch noch was Tolles, das nehme ich auch noch mit und so sich der Wagen am Ende des Tages immer weiter füllt. Mit geöffneter Brieftasche versucht Ikea, uns weiter zu manipulieren. Die nächste Masche, Preisgestaltung. Insiderin Ella zeigt uns das Prinzip. Wir haben hier 3 Pfannen, eine sehr hochpreisige Pfanne, eine mittelpreisige Pfanne und eine sehr günstige Pfanne. Und das ist voll in Ordnung, ganz bestimmter Steve. Sinn dahinter. 3 Pfannen, 3 Preise. Eine bewährte Verkaufsmethode. Das günstigste Modell kostet 7,99 €. Hallo Hugo, ein wunderschön. Lass mich erst gucken, ob du... Okay, du hast keinen Account, der erst eine Minute alt ist, dann lese ich die Nachricht. Das Problem ist, dass wir zwar den Page-Fault kriegen... Und auch der Adressenspace gecheckt wird. Und da die Guard-Page ist nicht... Was? Load-Page angerufen. Das hat hier nichts verloren. Diese Nachricht. Ich lösche die einfach mal, Hugo. Es kann sein, dass die im falschen Chat gelandet ist. Premium-Modell gibt es für 35,99 €. Preislich in der Mitte eine Pfanne für 14,99 €. Der Stand und die Pfannen stoßen auf großes Interesse. Es geht nicht um dich, Bastel. Wer würde sich für welches Modell entscheiden? Also die kostet ja weniger als die Hälfte, sieht trotzdem gut aus, deswegen die mittlere Pfanne. Also wenn ich jetzt auf die Kohle achten würde, ist der mein 21 € Preisunterschied, würde ich die Mitte nehmen, ja. Goldene Mitte, ja. 36. Hugo, ich hab dich. Wenn das im falschen Chat war, ich hab dich, mein Bester. Ein wunderschön, ich hoffe, es geht dir gut. 30 €, das ist vielen zu viel. Der billige Preis macht skeptisch. Die Pfanne für 14,99 € ist der Favorit. Wenn ich nicht ganz hohe Ansprüche stelle, wenn ich aber auch nicht haben will, dass sie in einem Jahr kaputt ist, dann würde ich lieber so ein mittleres Preis-Leistungs-Verhältnis nehmen. Am Ende würden sich die meisten für die mittlere Preiskategorie entscheiden. Die Pfanne für 14,99 €. Für die Insiderin Ella keine Überraschung, denn dieses Verkaufsprinzip funktioniert fast immer. Aber IKEA ist das noch nicht genug. Es gibt nicht nur 3 Kategorien, sondern bei IKEA gibt es eine 4. Kategorie, das BTI. Viel Glück, Hugo. BTI ist das Breathtaking Item. Und das soll einfach dem Kunden den Atem rauben, weil es so atemberaubend günstig ist. So billig, dass es einem den Atem verschlägt. Eine Bratpfanne für unschlagbare 3,50 €. IKEA verspricht eine leichte Pfanne aus Aluminium. Und trotz des günstigen Preises ist die 24 cm große Pfanne mit einer Antihaftbeschichtung aus Teflon versehen. Du, Raptor, das Ding ist, eine vernünftige, also eine richtige, echte gusseiserne Pfanne, ja? Das sind aber auch die, um die man sich kümmern muss, weil die sofort als Rosten anfangen, ne? Die gibt's für recht günstiges Geld. Teilweise kriegst du die wirklich hinterhergeschmissen für ein Appel und ein Ei. Aber das sind Pfannen, die man pflegen muss. Wir wollen ja heutzutage unsere Küchengeräte gar nicht mehr pflegen. Die sollen am besten benutzt und sofort wieder sauber sein. Diese Pfannen sind ja nicht umsonst alle mit Teflon beschichtet und antihaft und was auch immer, bla 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 bla. Schon mal mit einer richtigen gusseisernen Pfanne gekocht? Alter, du kriegst die besten Bratkartoffeln hin, du kriegst die besten Spiegeleier hin, aber
die machen halt ein bisschen Arbeit. Die sind halt wirklich nicht so einfach zu bekochen. Man muss halt da regelmäßig das Öl festbrennen. Also man nimmt, glaube ich, auch Leinöl oder so, ne? Die machen halt ein bisschen Arbeit. Die gibt's für recht günstiges Geld. Also eine Pfanne muss nicht unbedingt teuer sein. Aber wenn ich mir eine 3,99 € Pfanne kaufe aus hochwertigem Flugzeugstahlaluminium, das auch in der Raumfahrt verwendet wird. Junge, Junge, Junge. Und ich nehme das Ding in die Hand und das ist so dünn wie Papier, ne? Dann ist halt... Das weiß man doch. Oder überrascht einen das noch? Ich hatte jetzt ein super hochwertiges Produkt erwartet für 3,99 €. Ich meine, das sind wertvolle 3,99 €. Ja, 4 € sind wertvoll. Aber wie erwartest du denn, dass dieses Produkt hergestellt wurde? Ich glaube, die Leute machen sich gar keine Gedanken, wie die Materialpreise sind für gewisse Metalle und dass da dann auch Arbeitszeit drinstecken würde. Oder hat es nur eine Maschine gestanzt? Eine Pfanne für 4 €. Da erwarte ich halt 4 € Leistung. Mich würde es wundern, wenn sie mehr als einmal braten wirklich überstünde. Weißt du, wie ich meine? Ist halt... Wen wundert denn das? Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwo eine Bratpfanne für 3,50 € kaufen können. Und das ist einfach ein Wow-Moment für jeden Kunden. Unfassbar günstig. Auch das Ding würde ich nicht mal nutzen, um einen Einbrecher abzuwehren. Nicht mal dafür ist das Scheißteil gut. Unglaublich beeindruckend. Die Billigpfanne kommt ins Spiel. Da kannst du Mücken mitschlagen. Lassen sich Menschen von dem niedrigen Preis beeinflussen? Das ist natürlich der Wahnsinn hier. Über 3,50 € für den Spiegelei. Reicht. Das ist krass, ja, das ist auf jeden Fall krass. Aber wie kann man denn eine Pfanne für 3,50 € herstellen und verkaufen? Ja, die habe ich auch schon öfter gekauft. Weil sie eben ganz billig waren und weil man bei IKEA immer in so einen Kaufrausch verfällt irgendwie. Die meisten Befragten kommen zu dem Ergebnis, bei 3,50 € kann man nicht viel falsch machen. Doch ist dieses Produkt wirklich sein Geld wert? Oder sind schon 3,50 € zu viel für diese Billigpfanne? Wahrscheinlich, Buster, ja. Eine Metallwerkstatt bei Berlin. Hier nimmt ein Fachmann die günstige Pfanne genau unter die Lupe. Jörg Prüfer ist Metalltechniker und weiß, worauf man bei Werkstoffen und deren Verarbeitung achten muss. Kann er die Pfanne für 3,50 € empfehlen? Oder ist das doch nur rausgeschmissenes Geld? Ja, Alu, für manche Sachen ist Alu sehr gut. Aber für die Pfanne würde ich... Ja, ich hab jetzt eine Bratpfanne durchgeschnitten mit der Flex, mit der Trennscheibe. Hab dann auch ein bisschen kurz mal drüber und hab das ein bisschen entgratet und dann hab ich mir einen Messschieber genommen, um das Bratpfannending zu messen. Normalerweise hättest du das Ding auch nehmen können und hättest es unter die Stanze gelegt, hättest es einmal durchgejagt, weißt du, zack, bumm. Einmal mit einem großen Fallbeil, da hättest du eine schöne, saubere Kante, da hättest du bloß eine Kante, die du brechen müsstest und dann könntest du da deinen Messschieber ransetzen und könntest da richtig schön die Stärke messen, aber das ist für die Kamera, habe ich mir jetzt extra mehr Zeit genommen, weil die sind gekommen mit einem 50-Euro-Schein und ich habe mir gedacht, komm, da packst du mal die Flexer aus und flexet mal durch, das dauert länger, als das durchzurucken mit der Stanze, weil das geht ja schneller mit der Stanze. Das ist wahrscheinlich Linie. Wer sowas kauft, ist selber dran schuld. Aber da stimme ich ihm zu. Du brauchst dich denn nicht beschweren, warum die Pfanne hinüber ist nachher. So, und jetzt schweißt du die wieder zusammen, oder was? Dreimal. Kein gutes Urteil von unserem Metallbauer. IKEA wirbt mit dem leichten Gewicht bei der Billig-Alu-Pfanne. Überraschung, Aluminium ist ein Leichtmetall. Leichtes Gewicht bedeutet aber in diesem Fall auch dünnes Material. Und gut, dass Sie gesagt haben, in diesem Fall. Das Problem ist, Aluminium an sich ist ein leichtes Metall. Und wenn du mal den Vergleich machst zwischen einer, was so üblich ist, 8 mm starken Aluminiumplatte, keine Ahnung, 2,50 Meter mal 1,50 oder sowas, und einer Stahlplatte. Und da gibt es auch noch Unterschiede, ja? Also ob du jetzt Schwarzstahl hast oder ob du einen Edelstahl hast, also A2 oder keine Ahnung was. Das Gewicht unterscheidet sich deutlich. Auch die Biegefestigkeit, auch die Bruchfestigkeit.
Selbst wenn die Aluminiumpfanne doppelt so dick wäre, sie wäre immer noch leichter als eine Stahlpfanne vergleichbarer Größe. Aluminium ist halt nicht besonders schwer. Das ist ja auch eine der positiven Eigenschaften dieses Metalls. Verbiegt sich das nicht? Aluminium ist recht leicht biegbar. Mit genügend Wärmezufuhr kann man das auch halbwegs biegen, ohne es komplett zu brechen. Allerdings, wenn man Aluminium schweißt, beim Aluminium schweißen muss man sehr aufpassen, dass das Aluminium sich halt nicht wirft und dass man nicht durchbrennt. Während Stahl zu schweißen sehr viel leichter ist, außer Edelstahl, der ist wieder ein kleines bisschen tricky, ja, kommt aber wieder auf das Verfahren drauf an. Es sind halt unterschiedliche Werkstoffe. Überraschung. So wie Gusseisen wesentlich schwerer ist als eine Aluminiumpfanne selber Größe. Das hat aber nicht unbedingt nur was mit der Dicke zu tun. Dafür ist Aluminium halt sehr leicht leitfähig. Die gusseiserne Pfanne dagegen braucht etwas länger, um auf Temperatur zu kommen. Aber die hält diese Temperatur sehr viel länger. Wenn man die mal kurz runternimmt, dann kühlt die nicht sofort aus, sondern die Wärme ist ziemlich lange gespeichert und wird über einen längeren Zeitraum sehr intensiv abgegeben. Das wiederum führt zu einer kürzeren Lebenserwartung. Das Billigprodukt geht bei starker Hitze schnell kaputt, warnt unser Experte. Was verspricht sich IKEA von solchen besonders günstigen Produkten? Und so wie es spritzt, ist so viel Wasser in der Pfanne. Im Fleisch. So, dass man sich denkt, selbst wenn die Qualität vielleicht nicht so gut ist, für 3,50 Euro kann ich nichts verkehrt machen und es verschwindet mal schnell in der gelben Tüte und wird mitgenommen. Und wer das so kauft, ist selber schuld, Mann. Oh. Und die Bratpfanne ist nicht das einzig extrem günstige Produkt im Sortiment. IKEA kennzeichnet Billigangebote mit gelb-orangen Kästchen. Anstelle eines Bürosessels für 129 Euro bekommt man bei IKEA eine Variante für 70 Euro. Ein Sofa für 568 Euro gibt es auch für atemberaubende 79 Euro. Und auch bei Esstischen gibt es ein BTI, ein Breathtaking Item. Der psychologische Trick, der hinter dem BTI steckt, ist, dass einfach dem Kunden vermittelt wird, egal was ich suche, egal in welcher Produktkategorie, IKEA hat das am billigsten und das lockt den Kunden im Endeffekt immer wieder ins Einrichtungshaus, weil es einfach so ein starkes Niedrigpreisprofil hat, was durch die BTI-Produkte gestärkt wird. Die extrem billigen BTIs vermitteln uns, dass alles bei IKEA günstiger ist, selbst die teureren Produkte. IKEA präsentiert sich überall auf der Welt in den Schwedenfarben Blau und Gelb. Das Möbelhaus spielt gern mit den Klischees des freundlichen, naturbewussten Unternehmens aus Schweden. So wie jeder halbseidene Schweinepriester in Deutschland mit Made in Germany wirbt. Jedes hinterletzte Kackunternehmen wirbt mit Made in Germany. Bei QVC und Teleshopping 24 kriegst du irgendwelche Plastikscheiße zu kaufen. Aber wissen Sie was? Das Beste kommt jetzt erst noch. Hören Sie mir genau zu. Dieses Produkt ist Made in Germany. Und damit wirbt man auf der ganzen Welt, weil auf der ganzen Welt ist es Made in Germany, Mann. Die Deutschen machen Qualität. Wenn die was machen, dann ziehen sie es auch voll durch. Auch die unguten Sachen. Aber wenigstens machen sie es. So. Wow. Allerdings kommen nur noch etwa 4% der Produkte aus Schweden. Billigproduzent China ist mittlerweile das größte Herstellerland für IKEA-Artikel. Überraschung, Globalisierung, alle lieben sie. Niemand darf darüber meckern, aber die Chinesen sind immer die Bösen. Nun, die haben ihren Wert erkannt. Und bieten uns an, unsere Werkstatt zu sein. China ist die Werkstatt dieser Welt. Und dann wundern wir uns, dass die Chinesen mittlerweile alles für uns herstellen und dass wir von den Chinesen abhängig sind. Wow! Und den Firmensitz des Milliardenkonzerns verlegte Ingvar Kamprad in die Niederlande, um Steuern zu sparen. Überraschung, das würden wir auch gerne tun. Ich würde jetzt, keine Ahnung, auch direkt gerne in die Niederlande ziehen, um Steuern zu sparen. Ach Mann, ja, es ist verständlich, irgendwo. Also rechne ich das jetzt nur dem Unternehmen vor, es ist halt... Dort gründete er die INGKA Foundation. Was wäre mit Irland? Irland ist ein noch größeres Steuerparadies. Rein theoretisch hätte der Ingvar, Ingvar hätte seinen Hauptsitz nach Irland, nach Dublin verlegen können. Steuern? Was ist das? Lacht er sich ins Fäustchen, Mann.
eine gemeinnützige Stiftung. Das auch, Angu, ganz ehrlich, ich freue mich mittlerweile, wenn ich endlich die Aufkleber sehe, Made in China. Weil ich finde nichts peinlicher, als dass in Deutschland mit Made in Germany geworben wird und dass du das gleiche, wirklich das identische Produkt woanders kaufen kannst und es ist Made in China. Weil der Deutsche hat es in China herstellen lassen, die Einzelteile, und es wurde in Deutschland noch zusammengebaut. Also wie war das? 30% müssen in Deutschland gemacht werden auf deutschem Boden und dann ist es Made in Germany. Wie verdammt pervers ist das? 30%, 35%, 25%, irgendwie sowas. Das ist so widerwärtig einfach. Vor allem, wenn ich es für das Dreifache oder sowas kaufen muss. Ihr offizielles Ziel: ein besseres Leben auf einem bewohnbaren Planeten. Der Insider Alva beschäftigt sich seit Jahren mit IKEAs weltweiter Forstwirtschaft. In einem Videochat gibt er Hinweise auf fragwürdige Aktivitäten des Konzerns. Auch er muss unerkannt bleiben. Sein Aussehen ist digital verändert, seine Stimme nachgesprochen. IKEA versucht, das grüne Image zu fördern, im Einklang mit der Natur. Viel Spaß, Steve, pass gut auf dich auf. Und so weiter. In Wahrheit sehen Sie diese alten Waldbestände. Das meine ich ja, Angu. Die Endmontage, das fertig zusammenbauen. Also es gibt einen gewissen Wert, wie viel das sein muss. Ich glaube, der Nexus wusste das auch mal. Es sind, glaube ich, 30% oder so der Arbeit, die dann in Deutschland gemacht werden müssen oder wie auch immer. Das ist ja das, was ich meine. Es reicht aus, ich nehme dann das Beispiel Fahrrad. Das Fahrrad, die Einzelteile und alles wird in China hergestellt und wird hierher geschickt. Und in Deutschland sitzt dann einer. Das nächste bitte. Und dann natürlich ein bisschen mehr Arbeit ist zu machen. Ja, 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 ja. Und du kannst dann selbe Scheißteil, kannst du dir praktisch online bestellen vom Hersteller selber. Da steht dann halt nicht Fahrradhersteller so und so drauf, weil der Aufkleber halt nicht drauf ist, aber es ist das identisch gleiche Produkt, weil es aus derselben Fabrik kommt. Weil Fahrradhersteller XY, sagen wir, also keine Ahnung, ich will ja niemanden verreißen, Fahrradhersteller XY hat einen Auftrag gemacht in China. Und die Chinesen sagen, alles klar, ihr habt bei uns, keine Ahnung, 1000 Fahrräder. Es sind mehr. 1000 Fahrräder bestellt. Die haben wir von 8 bis 12, fertig, alles gut. Und dann sagt der Vorarbeiter zu dem anderen oder der Eigentümer so, weißt du was, von 12 bis 16 Uhr lassen wir dann die Firma einfach weiterlaufen, stellen dasselbe Fahrrad her, weil das ist ja die Form, wir machen dasselbe Modell, aber das ist ja unsers. Die machen ja dann ihren Aufkleber drauf, die kaufen von uns ja nur die Rohware sozusagen. Die bauen das dann zusammen, machen ihren Aufkleber drauf und verkaufen das als ihres, obwohl das unser Produkt ist. Also von 12 bis 16 Uhr läuft dann das Band bei denen für die Fahrräder und dann verkaufen die auch mit einem anderen Aufkleber. Dann steht da Jingping drauf und nicht deutscher Fahrradhersteller. Und dann bezahlst du in Deutschland dafür, dass dann jemand da stand und das ein bisschen zusammengerödelt hat, teilweise so viel mehr, wo ich trotzdem auch Verständnis habe, weil die Unternehmen ja auch hohe Abgaben zu leisten haben. Ne? Es sind Lohnkosten zu zahlen, es sind Steuern zu zahlen. Aber wenn man das teilweise nachrechnet und einfach weiß, oh, da wird gerade eine richtig krasse Gewinnmarge bei manchen Sachen rausgeholt, vielleicht nicht bei einem Fahrrad, aber bei anderen Gegenständen. Ich weiß es aus dem Angelsport, wenn ich mir hier Flash zum Fliegenbinden kaufe und ich bezahle 20 bis 30 Euro für so ein Scheißpaket oder sind 17 Euro für ein Paket und ich kriege das in China für einen Cent, für ein paar Cent, dass ich für 30, 40 Euro eine Bestellung mache und einen riesen Karton kriege. Ja, scheiß Ernst, das kommt aus derselben Firma, das kommt aus derselben Fabrik, aber bei uns in Europa nachhaltig hergestellt, Aufkleber kommt drauf. Wunder, krass, was für ein super krasses Ding. Mein Gott, das letzten Endes ist das nichts anderes als Lametta, das du zum Fliegenbinden verwendest. Und die verkaufen das hier für richtig, richtig teuer Geld, machen da übelst Gewinn damit, weil die bestellen genauso wie ich über AliExpress oder Alibaba und kriegen nochmal Rabatt, weil sie eine Riesenmenge bestellen, den ganzen LKW davon voll oder einen ganzen Container, kloppen sich die Bude voll für die nächsten 10 Jahre und ich soll dann pro Paket für, keine Ahnung, 15, 20 solche Stränge soll ich 17 Euro bezahlen, weil, Marabu Flash, fancy Name. Alibaba oder AliExpress, Digga, das gibt's für 10 Cent, so, und die Natur aber als Haupteinnahmequelle im kommerziellen Holzeinschlag an. Der Holzverbrauch des schwedischen Möbelproduzenten ist gigantisch. Knapp 20 Millionen Kubikmeter jährlich landet in IKEA-Produkten. Das ist etwa 1% der weltweiten Holzernte. Vor 2 Jahren belegte eine internationale Umweltorganisation, dass IKEA illegal gerodetes Holz verwendet. Der Aufschrei in den Medien war groß.
Wohnst du noch oder zerstörst du schon? IKEA auf dem Holz. Illegales Holz für IKEA sitzt. Ist AliExpress safe? Inwiefern, Splader? Ich habe mich nie getraut, da was zu bestellen, dachte immer, das ist Scam. Nee. Also, was ich bis jetzt bestellt habe auf AliExpress, das waren keine besonders großen Sachen, aber ich wurde noch nie gescammt. Ich habe immer Kleinigkeiten gekauft. Also, ich würde jetzt nicht unbedingt ein Auto oder sowas kaufen, ja? Aber so Kleinkram, Pfeilspitzen. Ich habe sogar Pfeilrohlinge gekauft auf AliExpress. Das ist kein Scam. Es ist letzten Endes, du musst schon schauen. Ich würde dir empfehlen, wenn du dir was kaufst, ja? Schau bitte genau drauf und erwarte nicht, dass du eine 3080 Grafikkarte, so wie jetzt der Buster das schreibt, dass du eine 3080 für 30 Euro oder sowas bekommst, ja, also es muss irgendwo schon in Relation sein, dann liest man sich auch die Kundenbewertung durch, obwohl man da auch weiß, da wird viel gefaked. Ich wurde aber bis jetzt noch nie abgefuckt oder abgezogen. Es gibt auch öfter mal Kundenbilder etc. Also bis jetzt habe ich mit AliExpress keine schlechten Erfahrungen gemacht. Wirklich nicht. Du musst nur bedenken, dass bei manchen Sachen eben dann der Zoll kommt, ne? Also dass ab einem gewissen Warenwert, so war es früher zumindest, heute ist das auch wieder anders mit dem Zollrecht, du kannst da schon auch nochmal ordentlich draufzahlen. Also du zahlst teilweise bis zu einem Drittel vom eigentlichen Warenwert, zahlst du nochmal an Steuern oder an Zollgebühr nochmal oben drauf. Oder du musst dann auch noch hinfahren und das abholen. Aber letzten Endes, wenn du genau schaust, wenn du ein bisschen bewusster einkaufst, dann sind das, so doof es klingt, sind es die identisch selben Produkte, die du hier in Deutschland kriegst. Für teilweise ein Zehntel dessen, was du hier in Deutschland bezahlst. Stuhl des Anstoßes. IKEA und das sorgt natürlich auch wieder dafür, dass die deutsche Wirtschaft geschwächt wird. Ja. Dass aktuell bereits mehr als 98% des Holzes, das wir für unsere IKEA-Produkte beziehen, aus nachhaltigen Quellen stammt. Doch der Insider liefert Hinweise, dass IKEA immer noch Holz aus fragwürdigen Quellen verwendet. Rumänien. Die Muttergesellschaft von IKEA, die INGKR Foundation, ist hier der größte private Waldbesitzer. In der grünen Lunge Europas befinden sich die letzten noch zusammenhängenden Urwälder des Kontinents. Mit vielen vom Aussterben bedrohten Tier- und Pflanzenarten. Der Insider Alvar hat von einer Rodung in geschützten Wäldern erfahren. Er behauptet, hier wird illegal Holz geschlagen. Aus Angst vor den lokalen Waldarbeitern muss er vorsichtig sein. Wir sollten besser nicht von den Arbeitern entdeckt werden. Es könnte zu Auseinandersetzungen kommen. Mehrere meiner Kollegen wurden schon im Wald bedroht und zusammengeschlagen. Also ja, das ist jetzt endlich mal ein Punkt, der halt wirklich nachvollziehbar ist und der stimmt, Leute. Das ist ein echter Punkt. Das ist kein Quatsch. Das ist aber, da ich aus der Branche komme, ich kann euch was erzählen. Man darf seit einer geraumen Zeit bestimmte Holzarten gar nicht mehr verwenden. Zum Beispiel Palisander für Griffbretter von Gitarren. Es gibt bestimmte Tropenhölzer, die unter Artenschutz stehen, die man nicht einfach mehr verkaufen darf. Das ist trotzdem noch. Der Preis entscheidet letzten Endes. Das wird irgendwo im Regenwald und wenn der scheiß Koala oder Panda oder Orang-Utan noch drauf sitzt, der Baum wird umgejuckt und dann ist das Viech halt tot. Und letzten Endes... Ach, du willst das Holz haben, ja? Wie viel ist es dir denn wert? Und dann wird ein Siegel ausgedruckt. Qualitätsgütesiegel, dieses Holz ist wertvolles Holz aus nachhaltigem Anbau. Wird draufgeknallt. Und alle Behörden so, naja, da ist ja ein Aufkleber drauf. Die haben ja gesagt, das ist aus nachhaltigem Anbau. Das kommt zwar... Ach, scheiß drauf, da ist ein Aufkleber drauf. Gut so. Es ist doch dem Kunden am Ende scheißegal, ob der Orang-Utan noch auf dem Baum saß, während der gefällt wurde und dass das Viech dann tot ist. Und nein, ich habe nichts gegen Orang-Utans. Ich mag Affen allgemein nicht. Aber es ist dem Kunden ist es scheißegal. Jetzt macht man sich halt, keine Ahnung, also gerade im Gitarrenbereich ist es so, dass jetzt andere Holzarten so ein bisschen mehr in den Fokus geraten. Ja, die werden dann auch irgendwann mal unter... Naturschutz, Artenschutz stehen und so weiter. Und du kannst aber trotzdem noch, gerade bei den sehr hochpreisigen Modellen, kriegst du halt noch genau das. Diese Ebenholz zum Beispiel. Ebenholz-Griffbrett. Es gibt kein besseres Holz dafür. Diese Teile, die habe ich seit 2008.
Und die wird auch noch viele Jahre halten. Ist es nicht, ist es unbedingt nachhaltig? Nein. Hör auf. Ich meine, die beiden sind sowieso aus dem höherpreisigen Segment. Soll ich dir, ich stell dir dein Katzenbett hin. Komm her. Ja, du musst keine Angst haben. Ja. Ah. Ah! Guck! Schönes Leben, ne? Aber Affenblut wäscht sich so schlecht aus den Holzfasern raus. Naja, das ist ja auf Rinde und Borke verteilt. Das macht es, ist scheißegal. Wird rausgeschnitten im Verarbeitungsprozess. Du hast bei Vollholz schon recht viel Abfall. Das ist einer der großen Nachteile bei Vollholz. Aber aus den Abfällen kann man dann halt Spanplatten machen. Schlimm wird's dann bloß, wenn wertvolles, edles Holz von der Industrie absichtlich gekauft wird, um es dann zu Sperrholz zu machen. Oder, also Sperrholz ist ja noch gut, aber zu Spanplatten zu machen. Da werden, so wie jetzt hier in den rumänischen Wäldern, feinste Buchen und Eichen und was nicht alles für tolle Holzarten gibt und Erlen, die werden gefällt. Aus denen könnte man wunderschöne Sperrhölzer machen oder eben Stäbchen-Sperrholzplatten oder eben Vollholz. Stattdessen, die Dinger kommen so, wie sie sind, kommen in den Schredder, werden klein gehackt, werden mit Kleber verrührt, zusammengepresst zu Spanplatten. Oder zu MDF. MDF ist der neueste, ist seit einigen Jahren, ist das Material. Das ist einfach nur Dreck. Einfach nur Abfall. Und die Tischler sind mittlerweile auch auf diesen Hype aufgesprungen und verkaufen den Kunden MDF als hochwertiges Produkt. Das ist so, als würdest du einen Burger von McDonald's als hochwertiges Produkt deklarieren, das besser ist als so ein richtig schönes Kobe Beef Steak oder wie auch immer. Nee. Das ist auf jeden Fall kein Job für schwache Nerven, zumal es hier kein Telefonsignal gibt. Du bist im Grunde völlig auf dich allein gestellt. Die rumänische Forstwartgewerkschaft registrierte allein in einem Jahr 650 gewaltsame Übergriffe. 6 Förster wurden umgebracht. In Rumänien sind seit 2001 über 400.000 Hektar Wald verschwunden. Habe ich auch schon gesehen, Matanius. Eine Fläche doppelt so groß wie das Saarland. Ich dachte immer, das Saarland gibt's nicht. Ein Schild belegt. Eigentümer in diesem Wald ist die INGKA Investments. Die Firma gehört zum IKEA-Stiftungsgeflecht. Der Insider findet das Areal, wo erst vor kurzem Holz gerodet wurde. Oh mein Hallo, Tali. Oh mein Dankeschön. Gott. Hier ist keine Vegetation mehr. Das ist kein Wald mehr. Das ist wirklich schlimm. Hier kann sich nichts regenerieren. Das ist nicht nachhaltig. Das ist Kahlschlag. So sieht das manchmal aber auch in Deutschland aus, obwohl häufig einzelne Bäume, bei uns zumindest, da wird nicht ein ganzes Gelände komplett und wenn, dann wird direkt wieder aufgeforstet. Das ist halt aber auch Kulturwald, ne? Also dann wird einmal alles komplett tabula rasa platt gemacht und dann werden gleich die nächsten Bäumchen gepflanzt. Was sich hier offenbart, ist eine Fläche, die einer Mondlandschaft gleicht. Ja. Umweltschützer werfen dem schwedischen Möbelhersteller immer wieder einen verantwortungslosen Umgang mit der Natur vor. Das, ja, ja. Rücksichtslose Rodung hat nichts. Aber wieso? Die haben doch jetzt hier kleine Reisighaufen liegen lassen für die Igel als Behausung. Insektenhotels. Da kann sich doch alles. Das ist doch nachhaltig. Außerdem hier wächst doch grün. Da ist doch noch ein Baum vorhanden. Hier wächst doch noch etwas. Das Saarland gibt es. Bist du dir sicher, Tali? Nur weil du behauptest, dort zu wohnen, heißt das schon lange nicht, dass es das gibt. Ich glaube, du bist ein Reptiloid und ein Spion der Impfschafe. Mäh! Und mir geht's eigentlich ganz gut. Freut mich, dass es dir soweit gut geht. ...mit nachhaltiger Waldbewirtschaftung zu tun, erklärt der Insider. Der Boden sollte feucht sein, aber wenn man überall die Vegetation entfernt, dann trocknet der Boden aus. Schau dir das an. Komplett staubig. Dieser Boden kann kein Wasser halten, keine Pflanzen. Dieser Boden ist überhaupt keine Grundlage für Leben mehr.
Nächstes Ding, den Boden, den ihr gerade gesehen habt, ne? In der Forstwirtschaft kommen Harvester zum Einsatz. Also die heißen, glaube ich, sogar wirklich Harvester. Das sind große Maschinen. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Das sieht aus wie so eine Planierraupe, also so ein Kettenfahrzeug oder halt meist mit großen Reifen und so weiter. Tonnenschwer, die Scheißdinger. Die haben so einen Greifarm und dann greift der Greifarm so diesen Baumstamm und dann kommt die Säge und dann fällt das Ding um und dann rattert ihr diesen Baumstamm der Länge nach durch, knallt die Äste weg und gleich noch ein bisschen die Rinde und dann zieht er wieder zurück. Und sägt die Teile in mundgerechte Stückchen, keine Ahnung, 5,57 Meter oder was auch immer, die da zurechtschneiden. Und dann werden die Dinger aufgeschichtet. Diese Maschinen sind tonnenschwer. Was passiert mit Waldboden, der ja normalerweise auch aus weicheren Schichten besteht, weil Laub und also Blätter und Nadeln und sowas. Das sind total tolle Maschinen, also Werkzeuge, sind super krass. Aber man ist jetzt auch gerade in Deutschland schon dabei und auch in anderen europäischen, vor allem auch in nordeuropäischen Ländern, ist man dabei, dass man teilweise wieder auf die Rückepferde geht. Also Kaltblüterpferde, diese riesen Viecher mit den Puschelchen an den Hufen, weil die für den Waldboden wesentlich weniger schädlich sind als diese Harvester. Die Harvester sind schwer und verdichten den Boden. Das ist kein Witz. Wenn dort regelmäßig der Harvester fährt, verdichtet er den Waldboden. Der Waldboden kann Feuchtigkeit nicht mehr so gut aufnehmen und es wird der Biotop zerstört etc. Viele, 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 viele kleine Sachen. Auch das spielt eine Rolle. Waldplätze müssen verdichtet werden, ja. Also das spielt da auch, also so lächerlich man das finden mag. Das ist übrigens auf was auch ein Problem unserer Landwirtschaft ist. Die fahren immer wieder mit ihren schweren Treckern und verdichten den Boden Jahr für Jahr aufs Neue. Die müssen mit ihren Pflügen, die müssen die ziemlich tief in die Erde, um die aufbrechen zu können. Aber da die Erde immer wieder an derselben Stelle aufgebrochen wird und auch nicht zur Ruhe kommt, können sich die Nährstoffe nicht mehr halten. Oder teilweise ist es halt wirklich nur noch nährstoffloser Sand. Also nährstofflos Sand an sich ist nicht nährstofflos, also es sind ja Sachen drin. Aber es verrottet ja auch keine Pflanze mehr darauf, dass Nährstoffe wieder zurückgeführt werden und dann wird ein bisschen untergekuttert und dann kommen Düngemittel drauf. Aber die Böden sind nicht mehr so fruchtbar, haben nicht mehr so viele auch Organismen in sich, sondern es muss praktisch zugeführt werden und dann kommt der Wind und der Boden ist so trocken, weil er so verdichtet ist und keine Organismen, die die Feuchtigkeit halten würden und dann wird das weggepustet und das sind viele Sachen, die damit reinspielen. Es sind, so affig das klingt, ein Fahrzeug, das durch den Wald fährt, verdichtet auch den Boden und das hat auch Auswirkungen, das hat man schon festgestellt. So wie man schon festgestellt hat, dass man, wenn man teilweise durch einen Wald eine Schneise einfach schlägt, dass sich dort bestimmte Gräser ausbreiten. Und diese Gräser sind teilweise so dominant, dass sie sich in den Wald ausbreiten, wenn sie einmal diese Möglichkeit haben. Und dann nehmen sie kleinen Bäumen die Möglichkeit zu wachsen. Wenn ihr das mal gesehen habt, so Schilfgras, wenn das irgendwo im Wald wächst, da wächst selten ein Baum drin. Mal kann sich eine Erle da vielleicht durchsetzen. Aber je mehr von diesem Schilfgras zum Beispiel da vorhanden ist, desto weniger Baum, also Samen von den Bäumen landen auf dem Boden, kriegen die nötige Feuchtigkeit oder zu viel Feuchtigkeit vielleicht dann auch noch, das richtige Sonnenlicht, weil Sonnenlicht ist sehr, sehr wichtig für Pflanzen. Überraschung. Und dadurch stirbt der Wald auch ganz langsam aus. Das sind viele kleine Punkte, die letzten Endes ein großes Ganzes Ergebnis haben. Die letzten großen Urwälder Europas sind die Heimat von mehr als 3000 Tierarten. Für unseren Insider ist klar, dass IKEA hier europäische Umweltstandards ignoriert. Sein Vorwurf? Durch den kompletten Kahlschlag kann sich der Wald nicht mehr regenerieren. Landschaft verödet, Erdrutsche sind die Folge und zahlreichen Tierarten droht das Ende. In einer letzten Pfütze kämpfen hier ein paar Gelbbauchunken ums Überleben. Dieser Lebensraum wird verschwinden und für diese geschützten Tiere wird es kein Zuhause mehr geben. Sie werden wahrscheinlich sterben. Ohne Wasser können diese kleinen Froschlurche hier nicht überleben. Gabriel Schwadere von der Euro-Natur-Stiftung kämpft seit Jahren gegen das Aussterben der letzten Urwälder Europas. Wie beurteilt er die Bilder aus Rumänien? Die Bilder, die sind auch für mich in größtem Maß schockierend. Sie zeigen, dass hier wirklich im Wald brutalst geholzt wird, ohne Rücksicht auf die Zukunft, ohne Rücksicht auf Klima, auf Biodiversität. Wie das in Einklang zu bringen ist mit den sich sehr gut lesenden Grundsätzen von IKEA, das ist für mich nicht nachvollziehbar.
In einer Stellungnahme schreibt IKEA zu diesen Bildern: Hierbei handelt es sich um einen natürlichen Teil einer verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung. Die bisherigen Bestände waren ungesund und überwuchert von verschiedenen Arten, die dem natürlichen Waldtyp nicht angemessen sind. Das ist so eine Pauschalaussage, die auch in Deutschland gerne getroffen wird. Wald, also Forstwirtschaft ist auch wichtig, Leute. Das ist ein wichtiger auch Industriezweig. Darf man nicht vergessen. Aber dann, so wie du gerade schreibst, Wiederaufforstung wäre Pflicht. Eine vernünftige, das ist auch Landwirtschaft. Waldwirtschaft. Das ist eminent wichtig. Aber solange Holz auch so ein Rohstoff ist, den man einfach sich nehmen kann, wann immer es einem danach dünkt, solange wird man diesen Rohstoff auch missbrauchen. Weil es soll ja alles günstig sein. Und ich verstehe es ja auch. Ich meine, ich selber bin jemand, der jetzt nicht viel Geld hat. Und wenn ich etwas kaufe, dann muss ich mir das auch leisten können. Aber nachhaltige Forstwirtschaft muss auch nicht unbedingt teuer sein, aber sie muss gut überlegt sein. Unser Ziel als Ja, Angu, genau das. Es ist leider wirklich so. Als Landbesitzer ist es, die Widerstandsfähigkeit des Waldes, seine ursprüngliche Form und seine biologische Vielfalt langfristig zu sichern. Das ist halt ein Argument, das du immer bringen kannst in der Forstwirtschaft. Und es trifft ja auch häufig zu. Es ist ja durch den, also manche würden jetzt sagen, nicht durch den Klimawandel, aber durch den Borkenkäfer sind die Holzpreise oder auch die Holzqualität sehr in den Keller gegangen. Sollte man gar nicht glauben, weil Holz ist momentan so teuer wie noch nie. Aber die Leute, die das Holz verkaufen, wenn der Borkenkäfer irgendwo im Bestand drin ist und du musst einfach einen Bestand fällen und kannst dich da jetzt nicht am Preis orientieren und kannst wirklich zu einem bestmöglichen Preis verkaufen, die müssen ihr scheiß Holz ernten, bevor der Borkenkäfer das komplett platt gemacht hat und sich noch mehr vermehrt hat. Also machen den ganzen Wald platt. Dann ist aber auch kein Geld da, um neu aufzuforsten. Da steckt sehr, sehr viel dahinter. Überall finden wir im Möbelhaus Schilder mit den Aufschriften "Wir lieben Holz". Aus der Sicht des Insiders sind diese Sprüche am Ende reine Irreführung. Kunden sollten immer zweimal nachdenken, bevor sie IKEAs Geschichte über Nachhaltigkeit glauben. Du kannst keine unberührten Wälder und kommerzielle Rodung in Einklang bringen. Logischerweise passen diese beiden Sachen nicht zusammen. IKEAs Logik ist, so schnell und so viel wie möglich zu verkaufen. Der schwedische Konzern ist der Erfinder der Wegwerfmöbel und damit zu einem der erfolgreichsten Möbelhändler der Welt geworden. Kunden sollen bei IKEA immer wieder neue Einrichtungsgegenstände kaufen. Günstige Lockangebote. Er hat sich einen Wald gekauft und will kein Holz verkaufen. Das ist wunderbar für ihn. Aber ab und zu mal einen Baum verkaufen oder halt ja eine Buche fällen und das Holz gut verkaufen, das kann er gerne machen und dann neu aufforsten. Da spricht eigentlich nichts dagegen. Forstwirtschaft muss nicht so schlimm sein, wie sie teilweise heute auch praktiziert wird. Das geht nachhaltig, Leute. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Warum sollte man Holz nicht auch mehr nutzen? Man sollte natürlich ganz gewisse Wälder sollte man so ursprünglich wie möglich erhalten, aber man kann auch Kulturflächen schaffen, wo man Holz erntet und auch Holz anbaut. Das ist wichtig. Oder Bäume anbaut und Holz erntet. Wichtig. Damit das aufgeht, werden die Möbel immer preiswerter produziert. Doch welchen Einfluss hat das auf die Qualität? Ich denke schon, dass die Qualität sich bei IKEA verändert hat, in manchen Aspekten auch zum Negativen. Bei vielen Möbelserien ist das so, dass Material einfach eingespart wird, dass Möbel einfach kleiner produziert werden. Am Beispiel von Schwerlastregal Heyne wird deutlich, wie extrem die Einsparung ist. Links ein Modell aus dem Jahr 2011, rechts die aktuelle Version. Sowohl in der Höhe als auch in der Tiefe hat IKEA ordentlich gekürzt. Bis zu 4 cm. Und auch die Regalbretter bestehen aus weniger Holz. Die Abstände sind gewachsen. IKEA spart überall, selbst an den kleinsten Teilen. Am extremsten zeigt sich das Ganze, wenn wir uns die Schrauben betrachten. Mittlerweile findet man oftmals einfach Dinge aus Plastik wieder, die natürlich einfach schneller kaputt gehen können. Früher wurden solche Sachen noch aus Stahl gemacht. Von Seiten IKEA wird das als Produktoptimierung quasi deklariert. Am Ende des Tages wird einfach Material eingespart. Materialeinsparungen auf Kosten der Qualität. Plastik bricht leichter. Die Schrankverbinder sind sowieso Müll. Als Metall. Die Schraube verliert schneller Halt.
Der schwedische Möbelhersteller ersetzt häufig auch Holz durch günstigere Materialien. Die sogenannte Board-on-Frame-Technik hat IKEA jede Menge Geld gespart. Aber genau das ist letzten Endes wieder ein Konzept, wo ich sagen muss, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Das, so ein Produkt an sich ist nicht schlecht. Wenn Zimmertüren aus dem Scheiß bestehen, das ist voll in Ordnung. Die sind teilweise sogar schallschützender, als wenn sie aus einem vollen Material wären. Wenn man jetzt, so wie sie das gerade zeigen, ne? Es gibt ja Dämmverfahren, wo man Holz mit einer Art Bauschaum und so weiter, wenn man das ausfüllt, wie eine Art Sandwichplatte, das ist voll in Ordnung. Es ist nicht besonders belastbar. Aber wenn du das als Zimmertüre, wie belastbar muss eine Zimmertür sein? Vielleicht ist es sogar vorteilhaft, wenn du dagegen schlägst, dass deine Hand durch die Tür durchgeht, als dass du dir die Hand brichst. Ich habe die Erfahrung bei einer Vollholztürzarge gemacht. Ich meine, ich durfte sie hinterher spachteln und habe mir den Mittelhandknochen gebrochen. Bei so einer Zimmertüre wäre es vielleicht, also wenn es eine Zimmertür gewesen wäre, dann hätte ich durchgeschlagen, alles wäre gut gewesen. Wäre toll. Also es gibt definitiv Fälle, wo so ein Produkt, das ist nicht schlecht per se. Das ist hier so, das ist HDF, das ist so ganz weiche Faserplatte. Vorne drauf ist ein Anleimer dran. Dann hast du hier dieses Wabenmuster, ja, ne, von den Bienen orientiert. Das ist ziemlich stabil sogar in der Tat. Das ist stabil und es ist leicht und sehr materialsparend. Das ist nicht verkehrt mit dem richtigen Anwendungszweck. Für einen Regalboden? Nee, würde ich es nicht nehmen. Aber für eine Zimmertüre, nicht Wohnungstüre, für eine Zimmertüre, voll in Ordnung. Für Schallschutzelemente, es gibt Anwendungsbereiche dafür. Ist in Ordnung. Kann man machen. Board on Frame bedeutet einfach, dass das Innenleben der Möbelstücke nicht mehr mit Pressspan oder Vollholz gebaut wird, sondern dass wir hier eine Wabenstruktur... Ja, du hast eine Rahmenkonstruktion und dann kommt dazwischen diese Wabe und... ...aus recycelter Pappe einfach verwenden. Durch das Board on Frame-Verfahren spart IKEA wertvolles Holz. Günstige... Ah nee, das ist sogar hier Sparen. Also das ist sogar Presssparen-Scheiße. Das ist kein HDF. Wird unter Druck sehr hart zusammengepresst und nur dünn mit Faserplatte und Farbe ummantelt. IKEA wendete das Verfahren 1980 das erste Mal bei seinem günstigen Lacktisch an. Ein Tisch, der seitdem zu den Verkaufsschlagern zählt. Heute wird diese Technik bei vielen Möbeln angewendet. Vorteil davon ist einfach, das Möbelstück wird extrem leicht. Ja? Jeder kann es super leicht rumtragen. Die Kosten können dadurch reduziert werden, die Produktionskosten. Das kann gleichzeitig an die Kunden weitergegeben werden. Das Möbelstück kann noch günstiger angeboten werden. Eine Technik, die Ressourcen schont. Knappe Rohstoffe werden eingespart. Leichte Möbel sind umweltschonender zu transportieren. Aber was sagen die Kunden zu den Möbeln? Ich glaube, der Sinn von so einem IKEA-Möbelstück ist auch, dass man bei der neuen Kollektion sich, glaube ich, wieder was Neues kauft. Und man kann nicht damit umziehen. Das darf man nicht. Man muss sie in der Wohnung stehen lassen, in der man sie einmal zusammengebaut hat. Entweder was. Das liegt aber auch an der Art und Weise mit den Möbelverbindern, weil das Problem ist nicht die Platte, sondern die Möbelverbinder, die wir gerade gesehen haben, ne? Also auch die Art und Weise. Wenn man das Ganze mit Nut und Feder, wenn hier oben ein vernünftiger Anleimer oder Umleimer drin wäre und hier und man hat eine schöne Nut und man verleimt das Ganze mit Feder oder man verleimt das Ganze mit einem schönen Anleimer, schön auf Gärung, mit einem ordentlichen Leim, Schraube und wie auch immer. Man kann das viel stabiler bauen. Da ist nicht mal das Material das große Problem. Es kommt dann darauf an, wie du damit umgehst, weil das Material an sich, die große Materialermüdung wird nicht unbedingt kommen, wenn an den richtigen Stellen das richtige Material verwendet wird. So wie zum Beispiel, wenn jetzt, wo wir die Fachböden haben. Oder halt ein Sperrmüll. Hier, wo die Fachböden sind, hier auch einfach eine Holzleiste drin. Das Ganze wunderbar mit Nut, Feder, Leim, fest zusammen. Kriegst du nie wieder auseinander. Und die Möbel halten definitiv länger. Sehr viel länger. Der Preis von dem Möbel wird vielleicht ein kleines bisschen nach oben gehen. Aber nur ein kleines bisschen. Das ist eine ziemlich günstige Herstellungsart und Weise. Stattdessen haben wir unten diese kleinen Schraubdingel-Nöppels, damit du das wieder auseinanderbauen kannst. Ja, Überraschung, Alter.
Wenn ich so ein kraftschlüssiges Verfahren habe, ja, also wenn ich irgendwo nur so ein Nupsel, der mit ein bisschen, dadurch, dass der wie nennt man das denn? Konzentrisch, exzentrisch? Konzentrisch ist es, glaube ich, ne? Durch so eine Das hält halt nicht. Wenn du da einen Leim noch dazwischen machen würdest, würde dieses Möbelstück wahrscheinlich so lange halten, wie du lebst. Auch dieses Teil hier, dieses Beistelltischchen, ne? Dafür ist diese Board-on-Frame-Variante, was sie da gerade gemacht haben, ist genau das Richtige. Du wirst niemals zu dritt auf diesem Ding das Vögeln anfangen. Und wenn, das hält's vielleicht auch noch aus. Ich glaube, da geben eher die Rollen nach als das Material an sich. Wenn das richtig gebaut ist, vernünftig konstruiert, hält das ein Leben lang. Und du sparst Material. Ist doch in Ordnung. Da gibt's doch kein Problem. Die Passanten sind sich einig. Diese IKEA-Möbel sind in puncto Qualität nicht besonders nachhaltig. Wir haben uns Ideen und Inspirationen in der Möbelausstellung geholt. Bei den günstigen Schnäppchen in der Markthalle zugegriffen. Endlich kommen wir dort an, wo Hallo, es Sorinthein, wunderschön. Gibt. Willkommen in der SB-Halle. Wie geht's dir? Insiderin Ella war mehrere Jahre bei IKEA-Verkaufsleiterin und weiß, wie anstrengend so ein IKEA-Bummel für die Kunden sein kann. Damit sie offen sprechen kann, wurde ihr Aussehen verändert und ihre Stimme nachgesprochen. Das freut mich, Bastel. Ja, dass es ganz zum Schluss erst um die Möbel geht, ist auch ein kleiner Trick, denn der Kunde war schon sehr, sehr lange bei uns im Einrichtungshaus unterwegs. Im Schnitt legt der Kunde 3,5 Kilometer zurück. Ein Shoppingtrip bei IKEA ist Sport. Wir Kunden kämpfen uns stundenlang durch den IKEA-Markt. Kein Wunder, dass wir kurz vor der Kasse erschöpft und ausgelaugt sind. Und hier schnappt wieder eine der IKEA-Fallen zu. Beim anderen Möbelhaus wäre es vielleicht so, dass man doch nochmal in sich geht, nochmal nach Hause fährt. Mein Summer One, ein wunderschön. Kleiderschrank oder nicht. Und bei IKEA will man es auch einfach hinter sich haben. Du schreibst Bewerbung, so geht's dir. Hatten wir das Thema nicht erst, Sorinte? War das nicht dieses Jahr oder letztes Jahr ein Thema? Mein Bester? Hallo, Summer One, wie geht's dir? Und dann nimmt man den Schrank auch noch mit und schwupps steht man an der Kasse. Der Abholmarkt gleicht einer Lagerhalle. Vom tollen IKEA-Ambiente ist nicht mehr viel zu spüren. Ja, haben Sie, Somek, haben Sie. Der Erfolg. Denn jetzt sollen wir nicht mehr vergleichen oder zweifeln. Jetzt sollen wir nur noch zu den Paketen greifen. Okay. Das erfolgreiche Konzept der Selbstbedienung ist übrigens schade, aus Sorinte. Der Not heraus entstanden. Als IKEA 1963 seinen ersten Laden in Schwedens Hauptstadt Stockholm eröffnete, war der Andrang freut mich, so groß, Somek, freut mich, Mann. Dass man kurzerhand Geil. Das Lager für die Kunden öffnete. Und daran hat IKEA bis heute festgehalten. Es ist halt auch günstig für IKEA. Man spart sich im Zweifel den Lagermitarbeiter, weil der Kunde zum Lagermitarbeiter wird und sich seine Möbel selbst holt. Jetzt heißt es nur noch bezahlen und ab nach Hause, um endlich die Möbel selber aufzubauen. Doch für die meisten kommt nach der Kasse der große Schock. Das hier ist eine ganz typische Körperhaltung von Kunden nach der Kasse. Ich habe das sehr oft beobachtet. Kunden bleiben hinter der Kasse kurz stehen und studieren den Kassenzettel und fragen sich, wie das passiert ist, warum da auf einmal so eine hohe Summe zusammengekommen ist. Spätestens jetzt fällt den meisten auf, sie haben viel mehr Geld ausgegeben als geplant. Wow. Viele sind ein bisschen schockiert und haben vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, aber auch da hat IKEA noch einen letzten Trick. Im Einrichtungshaus, um dieses negative Gefühl umzudrehen und aufzufangen. Der Hotdog. Er gehört zum IKEA-Besuch, wie der Inbus-Schlüssel zum IKEA-Regal. Für gerade mal 1 Euro gibt es Brötchen mit Wurst und obendrein unbegrenzt viele Gurken, Röstzwiebeln und Soßen. Ein absolutes Schnäppchen zum Schluss. Weltweit verkauft IKEA mehr als 80 Milliarden Hotdogs pro Jahr. Ha. Der günstige Preis ist knallhart kalkuliert und soll einen ganz bestimmten Zweck erfüllen. Nachdem ich außer rein streumen, mach dir einen schönen Tag und ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Für 1 Euro kriege, bei dem ich mir auch noch selber aussuchen darf, wie viele Zwiebeln und wie viele Gurken ich auf den Hotdog draufladen möchte, habe ich als Kunde das Gefühl, dass ich bei IKEA möglichst viel oder richtig viel für mein Geld bekommen habe. Das Ziel? Kunden sollen ihr schlechtes Gewissen verlieren, weil sie ein halbes Vermögen bei IKEA gelassen haben. Stattdessen bleibt die Freude über einen extra billigen Hotdog. Und das ist das, was am Ende im Kopf bleibt. Das ist das, wofür IKEA steht. Hier bekommst du viel für wenig Geld.
Beim Einkaufen überlässt IKEA nichts dem Zufall. Jeder Gang, jedes Licht und jede einladende Wohnecke will manipulieren. Die Insider haben die Fallen aufgedeckt. Wer daran denkt, kann beim nächsten Einkauf bares Geld sparen. Ja, so Rinte. Es ist aber nicht so, dass man, wenn man ein bisschen die Augen aufmacht, dass es einem nicht auffallen würde, ne? Sind wir mal ehrlich. Also es gibt da die wirklich krassen Hardcore-Insider-Sachen, die sind ja hier gar nicht zur Sprache gekommen, sage ich jetzt mal. Da gibt es noch ganz andere, sag mal, Tricks und Fallen. Ich habe mal in der Tat, also nicht, dass ich da jetzt krass drüber Bescheid wüsste, aber ich habe mal für jemanden gearbeitet, einen Psychologen, der von solchen Unternehmen angeworben wird. Ja, also der arbeitet wirklich, das, was der macht, ist teilweise Marktforschung, Marketing, und der sagt den Läden, die ihn engagieren, der geht dann halt da auch vor Ort und sagt, welches Licht die, also wenn sie für welches Produkt und wie das angeleuchtet werden muss und wie sie das zu ordnen haben und dass manchmal eben auch eine kleine Unordnung da sein muss, dass es so aussieht, als wenn da schon mal jemand angefasst hätte, damit nicht alles so steril und gerade liegt, weil dann traut man sich vielleicht nicht, es anzufassen, wenn es so aussieht, ah, das hat schon mal jemand in der Hand gehabt oder Hand gehabt und da hat sich jemand schon mal was rausgezogen, so ganz viele Kleinigkeiten. Der ist Psychologe und arbeitet für Unternehmen wie, keine Ahnung, Rewe, Aldi, Lidl und Ikea und keine Ahnung was. Also ein Geschäft, das ihn anheuert, bring mal, wir haben das und das Produkt, das wir verkaufen wollen, erzähl uns, wie wir das am besten machen. Damit verdient der sein Geld. Also da zählt viel rein. Auf der anderen Seite die Sachen, die die uns jetzt hier in diesem Beitrag gezeigt haben. Das ist halt das simpelste Marketing, das geht. Und das wird uns verkauft als die Verkaufstricks, die perfiden Methoden von IKEA. Wie IKEA dich beim Kauf über den Ladentisch zieht. Schon heftig. Du gehst in IKEA und hinter dir fallen die Gittertüren zu. Ohne gelbe Tasche und Hotdog kommst nimmer raus. Bist zum Köttbüller verarbeitet. Friss jetzt und mindestens 1000 Euro musst du heute ausgeben. Und Köttbella. Ich spreche das bestimmt falsch aus. Ich habe das noch nie richtig ausgesprochen, möchte ich denken. Komm, das lernen wir jetzt. Köttbullar. 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 Okay, Schwedisch. Köttbullar. 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 Danke. Guck. Köttbullar. Köttbullar. Köttbullar.